Bien, bonsoir à tous. Guten möchte ich alle ganz herzlich begrüßen. Heute Abend haben wir unsere große Debatte, unser Duo, die alle jetzt schon kennen. Manche kommen oft, andere sehen sich im Internet an, im Streaming. Ich möchte ganz herzlich hier an dieser Stelle auch unseren Komplizen begrüßen, der die Debatte überträgt, weltweit überträgt. Und heute Abend haben wir die Konfrontation, nämlich die achte, die wir organisieren, das achte Treffen mit zwei Teams, die wir kennen, die Installation, die Half-Times, die kennen wir. Das ist eine Performance für die Architektur, für Architekten, die oftmals ja das Objekt entfremden. Dazu gibt es einen Film, ein Video, was man sich auf den beiden Bildschirmen da hinten in der Ecke an der Wand anschauen kann. Und das ist auch einer, hier natürlich ein wichtiger Teil ist natürlich unsere Live-Debatte. Und heute Abend haben wir Raphael Macron, der durch die Debatte führt. Und da wird er viel Arbeit haben, weil er Kunden hat. Kunden, die es gewohnt sind, gemeinsam zu arbeiten, bereichsübergreifend zu arbeiten, die kritisch sind in Paris, in Berlin, in Südamerika ebenfalls. Aber jetzt, Raphael, hast du das Wort. Und ich hoffe, du nimmst uns mit hin woanders. Vielen Dank, Francis, für diese einleitenden Worte. Ja, die Debattenduos, die wir haben, da haben wir immer zwei Architektenbüros. Insgesamt mit 12 Mitarbeitern. Die 12 sind jetzt nicht alle hier. Wir haben 4 davon da, 3 von Büro Coloco, Michael Bonenfant, Pablo Jean-Jeff und Miguel Georgiev. Und von Raumlabor Berlin haben wir einen Vertreter von den 9, die dabei sind. Vielen Dank, Markus Bader mit seinem bunten Hemd, daran kann man ihn erkennen, und seiner Schirmmütze. Also er hat sich schon an die französischen Pariser Wetterverhältnisse angepasst. So, bei diesen, also wir werden hören, Präsentationen der unterschiedlichen Installationen, der Arbeiten, und was man immer wieder hört, ist das Wort Manifest. Die Arbeiten, die Projekte sind nicht unbedingt wie anderen Architektenbüros eine reine Philosophie, sondern es geht hier um Aktivismus, um ein wirkliches Manifest mit unterschiedlichen Räumen, insbesondere den öffentlichen Raum. Und eben dieser Aktivismus, das Manifest, ich glaube, die Tatsache, dass auch andere Akteure mit einbezogen werden, andere Mitarbeiter, aber auch, dass sie wirklich alle mit zupacken, wie zum Beispiel hier die Raumgestalter, aber auch die Landschaftsplaner, sie bauen selbst mit, sie pflanzen, sie bewegen, sie versetzen Berge, Räume, städtische Räume, um eben diese Elemente zu realisieren. Wie gesagt, wir haben hier zwei Kollektive, 1999, sowohl Coloco als auch das Raumlabor, wurden beide im Jahr 1999 gegründet. Und was hat sie dazu veranlasst, sich zusammenzuschließen als ein Kollektiv? Vielleicht kann Markus anfangen. Ja, vielen herzlichen Dank für die Möglichkeit, hier zu sein, und ich freue mich sehr auf die Debatte. Vielen Dank auch für die Frage, wie sind wir zusammengekommen? Denn man müsste eigentlich hier hingucken auf, ich glaube hier, nee, das ist die Webseite. Ich finde mich jetzt gerade mal zurecht in unserer Präsentation. Das, ja, vielen Dank. Ja, Markus, the microphone. No, it's yeah. Okay, I hear myself very well. gut, also, wie sind wir zusammengekommen? Wir haben für heute so eine kleine Zeitkarte hergestellt von allem, was wir im Raumlabor gemacht haben. Und man sieht, am Anfang gibt es so eine kleine Kompression zwischen 1999 und ungefähr 2003, 2004.
Und ich glaube, da sind wir eigentlich entstanden. Und insofern kann man nicht sagen, wirklich, es ist eine Kollektivgründung, sondern es ist eigentlich eher eine Entstehung, ein Prozess, eine lange Auseinandersetzung zwischen Menschen, die Lust haben, einen direkteren Einfluss auf Stadt auszuüben. Aber damals gab es irgendwie diese Praxis des direkten Eingreifens noch nicht so. Und wir haben eine Zeit lang gebraucht, um rauszufinden, was wir eigentlich tun. Et chez Coloco, comment... Und bei Coloco, da war das ein anderes Zusammenkommen, nicht wahr? Sie sehen es hier, wir haben Raumlabor und Coloco, das ist alles recht lebendig gestaltet hier. Ja? Das heißt, wir zeigen nicht einfach nur irgendwelche Fotos, sondern wir wollen hier auch die unterschiedlichen Themen aufzeichnen, vielleicht vorne auch zeigen. Ja, wir sind jetzt so ein bisschen von der alten Schule, ja, so ein bisschen Low-Tech inzwischen auch, weil wir älter geworden sind. Das heißt, wir haben hier ein IT-System, was schon jetzt fast Vintage ist, aus der damaligen Zeit. Also, was uns betrifft, die Idee eigentlich für unser Kollektiv, weil so haben wir es genannt, kommt eben, wie gesagt, aus der Tatsache, dass wir gemeinsam etwas machen wollten, Arbeitsmodalitäten einrichten wollten, die offen sind für mehrere Mitarbeiter. Und wir wollten auch, wenn damals das Wort Kollektiv es überhaupt noch nicht gab, also zumindest nicht so weit, wie wir es wussten und insbesondere nicht in unserer Disziplin. Ja, das wurde natürlich, Kollektive gab es natürlich schon bestimmte Zusammenschlüssen von Künstlern zum Beispiel. Aber diese Idee, gemeinsam etwas zu machen und mit einem gleichen Namen, der gleichen gemeinsamen Unterschrift Aktivitäten zu machen, unterschiedliche Projekte zu machen, die damals recht inkompatibel erschienen oder die Menschen ganz einfach nicht verstanden hatten, dass wir das gleichzeitig machen, wie zum Beispiel die Landschaftsprojekte, die wir hatten, oder auch, ich sage jetzt mal, den Gartenbau. Ja, und auf der anderen Seite eher Aufträge von Künstlern, Privatprojekte, wo wir mitgebaut haben, wirklich aufgebaut haben, wo es mehr so eine Art Performance war, die wir hatten. Ja, eben das ist so ein bisschen ja auch diese Intuition, die wir hatten, das alles gemeinsam machen zu wollen mit der gleichen Unterschrift, unter dem gleichen Namen. Und da ging es natürlich auch darum, dass wir nicht mehrere Strukturen haben wollten, die hier diese ganze Vielfalt von Aufträgen übernehmen sollte. Und auch ging es uns darum, unterschiedliche Aktionen durchzuführen, Projekte ohne Bestellung. Und all das hat dazu geführt, eben zu diesem Manifest, unser Manifest, das hat es erst später gegeben. Ja? Das heißt, wir hatten nicht ein Manifest und haben dann unser Kollektiv gegründet. Das Manifest hat es erst 4-5 Jahre später gegeben. Und da haben wir versucht, wirklich unsere Funktionsweise zu erklären, weil wirklich, was für uns wichtig ist, ist es, spontan zu sein, zu agieren, intuitiv zu sein. Aber wie gesagt, dieses Manifest hat es erst später gegeben und da in diesem Manifest legen wir da, was wir wirklich wollen, wie wir vorgehen. Wir wollen auch so ein bisschen beruhigen. Ja? Das ist keine Position, die wir beziehen und die wir dann hinterher mit den Projekten illustriert haben. Das ist mehr die Art und Weise, wie wir leben, wie wir vorgehen, die sich hier in diesem Manifest kristallisieren. Ja, und wir haben ja hier einmal ein Architektenbüro, natürlich mit mehreren Disziplinen auch und dann vielleicht hier eher die Landschaftsingenieure, Bauer, aber das ist natürlich auch nicht so einfach, wie es ist. Können Sie mal ein bisschen sagen, was Sie für eine Ausbildung gemacht haben und wie es zu dieser Zusammensetzung auch kam bei Coloco? Ja, wir sind eigentlich so eine Mischung aus Landschaftsbauern. Ich bin zumindest Landschaftsbauingenieure und die beiden anderen sind Architekten. Dann haben wir aber auch andere Architekten, andere Grafiker, die zu uns gekommen sind, Botaniker auch.
Das heißt, wir sind ein Team, einige sind im Übrigen hier im Raum, und unsere Idee war es, dass wir mit unserem Kollektiv unterschiedliche Ansätze verfolgen wollten und gleichzeitig hier die einzelnen Projekte auch integrieren wollten. Also das war für uns schon grundlegend bei dieser Idee des Kollektivs. Da ging es nicht nur um die Zusammenarbeit mit anderen Strukturen, das machen wir zwar manchmal mit anderen Architekten zum Beispiel oder wenn wir Aufträge haben, wo wir mit anderen auch zusammenarbeiten, aber wir wollten eigentlich, sage ich jetzt mal, so verwischte Grenzen haben, weil manche wissen überhaupt nicht, warum sie zum Kollektiv gehören und ob sie überhaupt dazugehören. Ja, das ist so ein bisschen das, was für uns dahinter steckt. Das heißt, diese gleiche Energie, die wir einstecken in den Bau und bei Raumlabor. Welche Profile gibt es da im Kollektiv Raumlabor? Also bei uns ist es einfacher. Wir sind alles ausgebildete Architekten und trotzdem sind wir aber noch etwas dazu. Also wir haben festgestellt, dass diese Architekturausbildung für das, was wir eigentlich tun wollen, eigentlich uns gar nicht ausreichend befähigt. Insofern sind wir auch noch Amateur vielleicht oder Autodidakt in vielen Bereichen, die an die Architektur angrenzen oder die Architektur erweitern. Das heißt, aus den Neuen, die wir im Kern der Gruppe sind, gibt es sicherlich so unterschiedliche, sagen wir mal, Schwerpunkte oder Neigungen oder sagen wir mal eine Art, die Dinge anzugucken, die jeder so mitbringt. Die einen sind mehr abstrakt und haben Lust, im großen Maßstab zu gucken, also die Verbindung von unserer konkreten Arbeit vor Ort mit dem städtebaulichen Maßstab vielleicht eher zu suchen, während andere eher eine Vorgeschichte haben im Theater oder in der Performance und dadurch die Verbindung in diese Künste eher herstellen. Ja, und da die einen und anderen hier den öffentlichen Raum im Sinne eines Gemeinschaftsobjektes angehen. Also ich sage jetzt mal, dieser Aktivismus, den ich am Anfang angesprochen hatte, der durch unterschiedliche Positionen auch zum Ausdruck kommt, die Sie beziehen. Und da komme ich jetzt nochmal auf den Auftrag zurück an sich. Ja. Was hat dazu geführt, dass Sie das wirklich selbst in die Hand genommen haben? Und was und wie gehen Sie vor? Welche Prozesse stecken dahinter? Das heißt, sehen Sie selbst irgendwelche Missstände zum Beispiel, wo Sie dann spontan eingreifen? Oder sind das mehr so Aufträge, Dinge, die angeregt wurden? Ja, ich wollte noch mal was sagen zur Zusammensetzung unseres Kollektivs. Also unsere gemeinsame Handschrift, diese gemeinsame Unterschrift, heißt ja auch, dass wir einfach diese Disziplinen, die völlig abgeschottet sind, eigentlich so auf Wiedersehen sagen können. Ja, und wir waren oftmals, und wir hatten da wirklich Reaktionen teilweise von Menschen, die uns sagen, wir verstehen überhaupt nicht, was ihr macht. Was seid ihr? Architekten, Landschaftsbauer, Künstler? Und dass das fast irgendwie so zu Gewaltausbrüchen bei anderen geführt hat in der Reaktion, ja, weil sie das nicht nachvollziehen konnten. Ich weiß nicht, ob sich einige an diese Zeit noch erinnern können. Aber da waren wir wirklich fast erschlagen dadurch, dass die Leute meinten, man kann nur eine Disziplin haben. Das war für uns nie besonders bequem auch. Ja? Nicolas, seit dem ersten Tag in der Architekturschule hier haben wir uns kennengelernt. Wir haben den Abschluss gemacht, wir haben angefangen zu arbeiten. Wir haben nie Wert darauf gelegt, hier einen Abschluss im Landschaftsbau zu haben oder als Landschaftsingenieur. Und wir haben aber dieses Wissen, und das war für uns auch eine Möglichkeit, die Grenzen, wie gesagt, zu überschreiten. Und zwar leichten Herzens zu überschreiten. Ja? Und auch dieser Kritik eigentlich kein offenes Ohr zu schenken und uns auch nicht davon niedermachen zu lassen. Das war für uns etwas Wichtiges, und das ist auch das Wichtige eben an einem Kollektiv, ja, bei der Ausübung einer Tätigkeit, dass man da gemeinsam ist, sei das künstlerische Städteplanung, bei der Architektur, das ist wirklich so grundlegend für ein Kollektiv. Und dann die zweite Eigenschaft wäre vielleicht, so wie du das vorhin gesagt hast, ich denke mal hier, dass man sich wirklich körperlich auch mit einbringt in den Bau, in Veränderungen, nicht unbedingt indem man ein materielles Werk anfertigt. Nein, das kann auch
irgendeine Besetzung sein. Das können in unterschiedlichen Formen zum Ausdruck kommen. Das ist auch eines der Kennzeichen für ein Kollektiv. Das heißt, man macht gemeinsam etwas und man steigt so völlig ein, arbeitet zusammen mit den Menschen, ist mit den Leuten zusammen und auf einmal distanziert man sich dann, hat so einen Blick auch von außen auf die Realitäten, die sich hier einrichten in diesem Projekt. Was sich durchsetzt. Und dann kann es natürlich auch, das kann frustrierend sein, das kann auch, ich sage jetzt nochmal, zu Gewaltausbrüchen führen. Und wenn man aber sagt, man ist ein Kollektiv und steckt gemeinsam dahinter, da hat die Geschichte ja auch gezeigt, dass wenn man ein Kollektiv ist, mit einer gewissen Leitung zum Beispiel, mit mehreren Köpfen, ja, wo man aber einstimmig Dinge auch beschließt, weil das machen wir bei uns, ja. Wir versuchen uns zu einigen und dann versuchen wir das auf viele andere Menschen auch auszuweiten, was wir gemeinsam machen, Leute, mit denen wir zusammenarbeiten seit langer Zeit inzwischen. Und dann wollen wir uns auch ein bisschen natürlich von Ihnen beeinflussen lassen, von Ihrer Einstellung, der Art und Weise, wie Sie vorgehen. Da geht es darum, hier die anderen auch mit einzubeziehen. Und in Deutschland, wie sieht es da aus in Berlin? Kannst du das teilen, so ein bisschen, was gerade gesagt wurde? Diese Position eines Kollektivs, was von Anfang an eigentlich nicht richtig verstanden wird und dann im Laufe der Zeit vielleicht dazu führt, dass die Mentalitäten sich weiterentwickeln. Auf jeden Fall. Also wo ich sofort zustimmen kann, ist bei dem Thema der vielen Köpfe. Das ist ganz erstaunlich. Das hat, oder ich glaube, erst jetzt kommt man an einen Punkt, wo es ja immer mehrere Gruppierungen gibt, immer mehrere, die auch sagen wir mal öffentlich auftreten, und dass man jetzt nicht mehr mit der Frage konfrontiert wird, okay, ihr seid da so eine Gruppe, aber wer ist eigentlich das kreative Herz? Also wer ist eigentlich der Geniale von euch allen? Und das hat wirklich sehr, sehr lange gedauert. Also diese auch nach außen zu tragen zu können, zu sagen, wir sind 9 und wenn Sie irgendwelche Arbeiten von uns vielleicht irgendwo gesehen haben, heißt das nicht, dass Sie mich damit also dann haben sie vielleicht mehr Erfahrung von Raumlabor als ich selbst, weil es gibt natürlich Raumlaborprojekte und Raumlaborideen, die irgendwo realisiert werden, die meine Kolleginnen und Kollegen produzieren, die ich selber nie erlebe. Und das ist für mich total faszinierend. Also es ist total faszinierend, in der Gruppe zu sein. Ich kann auch diese Gruppengröße von 9 finde ich ganz fantastisch, kann ich also wirklich jedem nur empfehlen. Ich weiß nicht, ihr seid zu dritt, das finde ich fast schon klein, weil das Tolle bei 9 ist, ich kann mir immer aussuchen, mit wem ich gerade mein Projekt machen will, beziehungsweise es gibt auch so eine, sagen wir so Bereiche des Navigierens innerhalb eines Feldes, wo wir grundsätzlich zwar gleicher Meinung sind, aber doch sehr unterschiedliche Meinungen im Detail dann vielleicht haben. Also für uns war diese Vielheit der unterschiedlichen Positionen innerhalb des Raumlabors immer was irgendwie produktiv war. Also ich war immer neugierig zu gucken, was machen jetzt die zwei da drüben und wie entwickelt sich jetzt dieses Projekt weiter, ohne dass ich jetzt selber direkt darauf Einfluss nehme. Interessant fand ich deinen Hinweis, in der deutschen Übersetzung war immer wieder das Wort Gewalt. Also bei uns, wir kommen, glaube ich, aus einer softeren Genese. Berlin war eigentlich in den 90er, 2000er Jahren ein sehr guter, hatte einen ganz guten Humus, um sowas wie uns entstehen zu lassen, weil die Bedingungen so waren, dass man nicht unter einem hohen ökonomischen Druck arbeitet. Also wir haben das bei Exist und anderen Freunden auch immer verfolgt, dass man natürlich in Paris, in London viel stärker sofort auch, um überleben zu können, eine Ökonomie produzieren muss. Uns hat das ganz relativ viel Zeit gegeben, Dinge auch entstehen zu lassen und auch mal, sagen wir mal, Experimente scheitern zu lassen. Also ich glaube, so diese Genese aus Berlin war jetzt weniger konflikthaft, was die Arbeit selbst angeht. Wo wir natürlich schon in einem großen Konflikt waren, war mit der bestehenden Planungshaltung. Also ich glaube, diese Akzeptanz, dass das, was wir tun, auch Architektur ist, weil in Berlin ja damals Hans Stimmern der Senatsbaudirektor war und nur mit Schwarzplänen operiert hat, also mit reiner Masterplan-Idee von
von Architektur. Da war natürlich sowas, was wir vorgestellt haben, von wir gehen in die Stadt raus und wir fangen direkt an und wir sind schon da, bevor die anderen überhaupt anfangen zu diskutieren. Zunächst mal ja eben eher als Aktivismus gesehen, der Begriff hier ja auch schon. Und Architekten sehen sich oft gerne nicht als Aktivisten, insofern hat man das auch gerne nach draußen dividiert, also aus der Disziplin raus. Dann haben wir wieder diese lästige Disziplinfrage, sind wir Architekten, Künstler, Landschaftsarchitekten, Stadtplaner oder einfach Performer? Ich habe da mittlerweile die Politik angenommen, zu sagen, wir sind jetzt hier im Architekturkontext, da bin ich ein Architekt, weil genau dann wird es ja natürlich relevant, was wir tun. Also zu sagen, das ist in eurer Disziplin auch und darüber möchten wir uns gerne unterhalten. Also insofern haben wir viele Disziplinen, also wir vereinen die gerne. Wir können auch Kunst, also wenn wir das im Kunstkontext diskutieren würden, würde ich sagen, das ist Kunst. Und mir geht es dabei gar nicht um die Abgrenzung, sondern mir geht es eigentlich darum, rauszufinden, inwieweit das, was wir tun, nämlich diese Fragen von Stadt zu untersuchen, du hattest ja auch die Frage nach einem öffentlichen Raum gestellt, dass das natürlich, dass im Prinzip die Disziplin total egal ist, aber dass wir die sozusagen die Intensität der Diskussion oft damit nur hinkriegen, indem wir die Disziplin besetzen. Alors, pour le moment, pour le public, vous avez... Also das war so ein bisschen jetzt die Vorstellung der Art und Weise, wie man sich als Kollektiv zusammenschließen kann, welche Position man dann bezieht. Und es wäre vielleicht auch interessant, dass wir das vielleicht anhand einiger Projekte zeigen könnten, damit die anderen eben sehen, was ein Kollektiv macht. Und da möchte ich dann vielleicht nochmal Markus bitten, dass er uns ein paar Projekte ganz einfach zeigt. Diese gesamte Dynamik, die dahinter steckt, vielleicht 2-3 Projekte, die angesprochen werden, damit das vielleicht so ein bisschen klarer auch für die Teilnehmer wird. Also sehr gerne. Ich habe hier was vorbereitet. Die Frage war ja nach dem öffentlichen Raum. Ne? Also was ist öffentlicher Raum? Finde ich eine total spannende Frage, denn öffentlicher Raum ist für uns nicht der Raum, der einfach vor der Tür ist und der begehbar ist, sondern wir arbeiten gerne mit einer Definition von Mauricio Corbalan, der mal gesagt hat, öffentlicher Raum ist da, wo Menschen sich treffen und interagieren. Also dann ist öffentlicher Raum eine Praxis und kein Zustand. Und öffentlicher Raum ist was wir miteinander herstellen, nämlich die Öffentlichkeit, und ist nicht irgendwas, was per se einfach da ist. Wir haben jetzt ein paar dramatische Bilder. Das ist Occupy, das ist Gezi Park. Das sind die Bilder, die immer entstehen, wenn öffentlicher Raum als politischer Raum, als Raum der Auseinandersetzung benutzt wird. Das haben wir in den letzten Jahren eigentlich fast rings um den Globus erlebt, dass die öffentlichen Räume wieder eine stärkere Rolle bekommen im Ausdruck von, sagen wir mal, Unterschieden in Gesellschaft, aber auch in der Aushandlung von Zukunftsprozessen. Und jetzt kommen wir zu den Arbeiten. Das ist eine Arbeit von uns in Tallinn vor der ehemaligen Parteizentrale der KP. An genau dieser Stelle stand mal ein Lenin-Denkmal, wie man hier sieht. Und wir haben sozusagen, wir haben das genannt, eine Erinnerung eigentlich an diese Rauchsituation, ne? Also an sozusagen eine Hommage an den öffentlichen Raum als Denkmal. Und wir haben das in sehr performativer Art geleistet. Also wir wollten am Ende nur ein Bild haben. Uns war aber wichtig, dass es kein Photoshop ist, sondern eine reale Situation. Also gibt es diese Menschen, die diesen Sockel, der aus Zentralperspektive fotografiert, auch eigentlich ausschließlich nur als Front hergestellt werden musste, an diese Stelle hintragen, damit man nachher dieses Bild haben kann. Also das, ne, so Wahrheit und auch Wahrheit. Das interessiert uns schon so ein bisschen, die Frage von, weil natürlich der öffentliche Raum sehr stark auch über Bilder funktioniert und über Bilder, die kommuniziert werden, die über die Medien weitergetragen werden. Ich finde es super, dass wir hier auch diese zweite Öffentlichkeit der digitalen Sphäre haben, also das, was in unserer Arbeit auch immer wichtiger wird, zu verknüpfen, was passiert lokal mit einem Resonanzraum, was passiert eigentlich über das Internet. Ein zweites Projekt, was ich gerne kurz anspielen will, ist das Fountain House, was wir in Montreal realisiert haben. Das ist so ein kleiner Bau, der so ein bisschen tempelartig im öffentlichen Raum auftaucht und eigentlich erstmal versucht, so ein bisschen nicht
erklärbar zu sein, also was er sein will. Was er aber in Wirklichkeit tut, ist eine Verbindung schaffen im Öffentlichen zwischen diesem Gebäude. Das ist das Wasserwerk von Montreal mit der Schaltzentrale und so toll sieht das da drinnen aus. Mit dieser öffentlichen Sphäre. Also uns war daran gelegen, etwas, was ganz alltäglich in Gebrauch ist, nämlich die Infrastruktur Leitungswasser und Trinkwasser, was wir hier einfach aus der Leitung zapfen können, dem eine Form von Erkennbarkeit, Wertschätzung und eigentlich so eine Art Ort der Begegnung mit diesem Element, der fast schon Überhöhung eigentlich dieser banalen täglichen Funktion zu schaffen. Ich finde nämlich, was man oft vergisst, ist, dass es nicht banal ist, dass es nicht selbstverständlich ist, dass wir Leitungswasser haben und dass das sehr günstig und für alle verfügbar ist. Wir leben ja in einer Zeit, wo in verschiedenen europäischen Ländern auch, aber rings um die Welt eigentlich auch der Kampf um das Wasser ständig gekämpft wird und die Frage, wem gehört das Wasser und wem gehören unsere Ressourcen, ist natürlich sozusagen unterschwellig in diesem Projekt mit angespielt. Und wir haben es aber bewusst so gemacht, dass wir einen Raum schaffen, der eigentlich das Wasser selbst feiert. Also sozusagen Leitungswasser, was von der Decke tropft, schafft diese Atmosphäre, wird noch ein bisschen vernebelt. Außen sieht man eine Fassade, die auch ein bisschen wächst und sozusagen so ein bisschen Überraschungen bereithält. Also das ist eine objekthafte Intervention in den öffentlichen Raum, wo wir versuchen, sagen wir mal, über die Installation eigentlich eine Verbindung herzustellen oder ein Thema zu adressieren, was wir über diese Platzierung im öffentlichen Raum eigentlich erlebbar machen und damit versuchen aufzuschließen. Ich glaube, es gibt noch das Foto von dem Essen, genau. Das, was wir natürlich auch immer gerne machen, ist solche Formen von Debatten dann rings an diesem Projekt in den öffentlichen Raum selbst zu verlagern. Also damit man diese Auseinandersetzung mit, die wir jetzt hier führen, auch als Spaziergänger, der da eben vorbeikommt, erleben kann. Und nochmal zurück vielleicht zu der Frage von öffentlichem Raum. Was mir daran wichtig ist, ist natürlich, oder eine Kritik, die dann oft kommt, ist, dass es natürlich wir hier und auch die auf dem Bild sind ja immer in einer Form exklusive Gruppen. Das sind Gruppen, die sich aus einem bestimmten Interesse zusammengetan haben und die sozusagen eine gemeinsame Sprache sprechen und die über diese gemeinsame Sprache eigentlich einen Code des Austauschs finden. Was ich aber wichtig finde an öffentlichen Räumen ist, dass wir nicht versuchen, die Sprachen weniger komplex zu führen, sondern dass wir eigentlich eher versuchen zu öffnen, was wir tun, indem wir auch die Komplexität und auch die Schwierigkeit und auch vielleicht die Kontroverse in den öffentlichen Raum platzieren und damit erstmal überhaupt Sichtbarkeit herstellen für sowas wie eine alternative Position. Ich glaube, gerade in der Gesellschaft, die sich immer weiter diversifiziert, wo die Unterschiede immer größer werden und wo Narrative von Angst und Verunsicherung deutlich auch politisch eingesetzt werden, ist das Sichtbarmachen von Unterschieden auch als produktives Element total wichtig. Merci. Vielen Dank. Wir haben also hier zwei Beispiele jetzt gesehen von Raumlabor. Vielleicht jetzt mal im Anschluss daran vielleicht die Projekte von Coloco, damit Sie auch diese, sag jetzt mal, Besetzung des öffentlichen Raums ja zeigen. Durch den Aufbau, die Aktivierung. Ja, wir gehen mal direkt auf unsere Webseite, um die Projekte zu zeigen. Was wir hier haben, das sind Projekte, die wir derzeit machen. Wir sind ein Kollektiv, wie gesagt. Aber wir haben natürlich auch unsere ganze Hintergrundarbeit, die wir machen. Da möchte ich nachher noch was zu sagen. Wir sprechen über eine Strategie, andere nennen das eine Taktik. Und wir versuchen hier Prozesse anzuwenden. Da gibt es ja bei der Raumplanung unterschiedliche Dinge, die vorgegeben werden durch die Politik und wo es notwendig ist, dass wir aber eine Strategie haben, dass wir eine Vision finden. Und wir versuchen auch Bewegung in die Dinge zu bringen, wo es ein Zusammenspiel gibt zwischen den unterschiedlichen Räumen mit konkreten Aktionen, um zu zeigen, dass Dinge möglich sind.
Das vielleicht auch, weil wir selbst, ich sage jetzt mal Gärtner ja eigentlich sind, Gartenbauingenieure. Und da war es für uns auch einfach zu zeigen, wie mit Gartenbausachen aufgebaut werden können. Weil etwas einzupflanzen ist ja nicht so schwierig. Da braucht man keine Architekten unbedingt, da braucht man keine Normen. Das ist vielleicht, sag mal, so eine softe Art und Weise zu zeigen, wie man Raum neu erobern kann. Hier zum Beispiel haben wir ein Beispiel aus Courbevoie, habe ich verstanden, einer Stadt, der Bauherr ist hier übrigens im Saal. Das heißt, wir haben hier in der ganzen Stadt, da hat es eine Ausschreibung gegeben, im Übrigen hat sich an Ausschreibungen und öffentlichem Auftragswesen seit es Kollektive gibt viel geändert. Ja, vorher waren das Ausschreibungen, die immer dazu führten, dass es einen traditionellen Bauherrn gibt. Aber dann so im Laufe, ich denke mal, der unterschiedlichen Arbeiten, ich würde mal sagen einer Generation ungefähr, haben die Dinge angefangen, sich zu öffnen. Da hat es unterschiedliche Versuche gegeben, Tests, da haben die Sachen angefangen, sich in eine andere Richtung zu entwickeln. Vorher war das das einzige Gewerbe, das Baugewerbe, nämlich, wo man Sachen bauen konnte, ohne das vorher ausprobiert zu haben. Das kann man jetzt, ganze Stadtviertel, ohne das vorher getestet zu haben, um zu wissen, welchen Beigeschmack das haben wird, ohne Programme zu haben, die unbedingt dahinter stecken. Was wird da geschehen? Was wird gemacht? Und diese Programme müssen natürlich auch begleitet werden. Und es ist uns gelungen, hier Projekte umzusetzen, Kräfte freizusetzen, anstatt einfach nur zu sagen, ja, wir haben jetzt hier 10 Jahre Zeit, um das irgendwie und irgendwo zu machen. Also das hier ist zum Beispiel der Place de la Nation, den wir derzeit gestalten in Paris. Aber kommen wir mal zurück auf den Raum, wo wir sowohl strategische Vorhaben haben und dann auch die Hotpoints in einer anderen Konstellation, die wir aktivieren wollen. Und da ist wichtig, auch wenn wir noch in der Planungsphase sind, dass wir hier da wirklich auch reaktiv sind, dass wir versuchen, die unterschiedlichen Akteure vor Ort mit einzubeziehen, wie zum Beispiel die technischen Teams, aber auch die gewählten Vertreter, die Einwohner, selbstverständlich. Und da versuchen wir, derartige Aktionen eben auch in Städten zu machen, aber auch über größere Gebiete ausgestreckte, ausgehend von einem kleinen Projekt, was so einen Vorgeschmack gibt dessen, was wir machen wollen, oder und das dann auch getragen wird von anderen Akteuren und nicht von uns. Ja? Dann zum öffentlichen Raum möchte ich vielleicht noch etwas hinzufügen. Das Öffentliche ist ja nichts Gleichförmiges. Ja, öffentlicher Raum ähnelt sich nirgendwo. Der öffentliche Raum, wo und wie? Ich denke mal, öffentlich ist ja schon etwas, was stark zersplittert ist. Ja, da gibt es Behörden, da gibt es Konflikte zwischen den Behörden, da gibt es die Zusammenarbeit, da gibt es Arbeitsgemeinschaften in diesem öffentlichen Raum. Und die Idee, dass das ein Isotrop ist, der öffentliche Raum, ja, das ist völlig falsch meiner Meinung nach, weil wir ja sehen, dass wir eigentlich selbst einen Fuß drin haben, ja, und eines der Kennzeichen des öffentlichen Raums, die grundlegend ist, ist, dass der öffentliche Raum auch im Uneinverständnis leben muss. Das kann nicht etwas sein, was unbedingt Konsens erfordert. Wenn es das der Fall ist, dann muss man sich eigentlich schon wieder anfangen, sich Sorgen zu machen. Nein, das ist ein Raum des Konfliktes auch und es ist notwendig, dass diese unterschiedlichen Konflikte, diese Wutausbrüche, die Aufruhr, die es ja auch geben muss im öffentlichen Raum, dass die weiterhin bestehen kann. Und ich meine, das ist auch vielleicht so ein bisschen die Falle manchmal, in die man hineintrat, wenn man im öffentlichen Raum arbeitet, dass man, ja, ich sage jetzt mal, alles wunderschön gestalten will und dadurch, das kann entstehen durch Kontrolle, da entstehen aber Dinge, die nicht wünschenswert sind. Und manchmal ist man auch konfrontiert mit der Tatsache, dass man sich damit einbringen muss in unterschiedliche Bewegungen, die Veränderung von Städten, die Transformation. Der öffentliche Raum ist etwas völlig anderes in einer historischen Stadt und in einer zeitgenössischen Stadt.
im Stadtzentrum von Paris oder von Berlin zum Beispiel, da gibt es öffentlichen Raum. Aber es gibt natürlich auch die Vororte mit ihren Schuhkartons, den Pavillons, den Einfamilienhäusern. Aber dann gibt es die anderen juristischen und verwaltungstechnischen Aspekte, die man überwinden muss. Das ist nicht immer ganz einfach. Was aber wichtig ist, meiner Meinung nach, ist es, einen Raum zu schaffen, einen gemeinsamen Raum für alle zu schaffen, eben in diesem öffentlichen Raum. Und das ist eigentlich die Natur ja dieser Performance. Da gibt es Dinge, die zwischen den Menschen geschehen. Das hat etwas mit Beziehungen zu tun. Das hat etwas zu tun mit einer Art Pakt, den man vorübergehend eingeht, wo es bestimmte Regeln gibt, die es ermöglichen, dass es ein Zusammentreffen gibt. Und das Leben ist die Kunst des Sich-Treffen-Können. Das ist für uns wichtig. Und der öffentliche Raum ist eine schwierige Disziplin, eine komplizierte Disziplin. Und es ist auch, das erfordert Zeit, ja, sich mit dem öffentlichen Raum zu beschäftigen, im öffentlichen Raum zu arbeiten. Und diese Idee, vielleicht auch sich wirklich da reintauchen zu können, weil es gibt immer noch Architekten, die haben Schwarz-Weiß-Pläne, ja, da gibt es leere Räume, bebaute Räume, als wenn es ein Vakuum in der Stadt geben könnte, etwas Leeres, ja, das gibt es ja noch nicht mal, ich weiß nicht, am entferntesten Ort unseres Universums, ja. Leere kann es nicht geben. Und das macht mir echt Angst, ja, das macht mir Sorgen, hier dieses bebaut und unbebaut. Max, ich sehe, dass du lächelst hier bei diesem bebaut, unbebaute, dem Vakuum auf Ebene des Universums. Möchtest du da etwas zu sagen? Ja, auf jeden Fall. Genau, also ich hatte tatsächlich neulich einfach so ein ganz banales Erlebnis. Ich stand an einer windigen Ecke in der Stadt. Und das ist der Moment, wo einem klar wird, dass selbst das durchsichtige Element auch eine Materie hat und natürlich auch eine Substanz und einem körperlich betrifft. Insofern musste ich jetzt gerade dran denken, wenn du sagst, unser Universum ist voll bis zum letzten Rand. Aber natürlich die Frage, die sich ja vielleicht stellt, ist, und da könnte ich vielleicht auch eine Frage draus machen, ist ja eigentlich die vielleicht auch des Verhältnisses zwischen Objekt und Prozess. Also wenn wir über öffentlichen Raum als Handlung reden, dann heißt das ja automatisch, ich kann den nicht ausstatten und dann ist er öffentlich, sondern es heißt ja, ich muss eigentlich eine Praxis herstellen, der permanenten Produktion von Öffentlichkeit. Und ich glaube, auf der Ebene ist jetzt, wenn ich die Bilder so sehe, ich kenne jetzt die Projekte nicht aber im Detail, aber da sieht man immer Menschen, die irgendwas machen. Also ich glaube, das ist was unsere beiden Webseiten wahrscheinlich auf eine Art gemeinsam haben. Irgendwo sind immer Menschen im Bild. Es gibt nicht diese Architekturfotografie des reinen Objekts, sondern es gibt ja eigentlich immer diesen Wunsch, Menschen beim Machen zu beobachten oder eigentlich auch das zu verstehen als eine Situation, die man gezielt herstellt, beziehungsweise Räume, die das erlauben in einer Form. Und da frage ich mich, das wäre vielleicht eine Frage an euch, dass es gibt ja immer eine interessante Balance zwischen wie viel gebe ich vor und wie viel passiert, also wie viel lasse ich dann auch wieder gehen, wo habe ich dann keine Kontrolle, beim Fountain House zum Beispiel, das stand da so rum, es gab eine große Erzählung der Angst im Vorfeld, wir müssen das verteidigen, also wie so burgartig das nachts verschließen, weil die Graffiti-Szene von Montreal diesen wunderbaren zylindrischen Innenraum sofort als eine riesige Leinwand aneignen wird. Jetzt nur mal als ein Beispiel für die geäußerten Ängste, mit denen man oft zu tun hat. Wir gehen immer eigentlich in so ein Projekt mit einer Idee von Vertrauensvorschuss. Also wir sagen eigentlich, wir versuchen immer dafür zu werben und das ist viel Verhandlungsarbeit, zu sagen, lass uns reagieren, wenn irgendwas schief geht, aber erstmal dran glauben, dass es auch gut gehen kann. Was in den öffentlichen Räumen überhaupt nicht selbstverständlich ist. Also wir stellen fest, dass man eigentlich in den öffentlichen Räumen immer mit der genau entgegengesetzten Erzählung konfrontiert ist. Also auf die Idee von Sorge und Angst ist eigentlich die Reaktion Schutz, Mauer und Zaun.
und nicht Präsenz, Menschen, Performance zusammen essen. Und da könnte ich jetzt vielleicht nochmal was zeigen. Bitte bleiben Sie bei mir, während ich hier kurz umschalte. Wir sind hier extrem analog im Digitalen. Also, ach ja, genau. Hier das Dings. Genau. Das war eigentlich zu der Frage gedacht, was bleibt. Jupp. Aber egal. Also, das hier war so ein Ding, also genau so ein U-Bahnhof im Nirgendwo zwischen zwei Städten. Also da fährt die Straßenbahn. Dieses Straßenbahnnetz ist im Ruhrgebiet. Es war mal gedacht, dass es so eine Art Metropolregion wird, als eine große Stadt sich versteht, was es immer noch nicht geworden ist. Und es gibt immer zwischen diesen Städten natürlich solche Orte, wo weniger los ist. Und dieser ist so ein Ort, das heißt, der Eichbaum heißt die Haltestelle. Und den haben wir entdeckt, oder Jan und Matthias von Raumlabor haben den entdeckt, als einen Ort mit einer Negativerzählung. Sehr gefährlich, da hängen solche gefährlichen Kerle rum, da kann man eigentlich nicht in die Bahn einsteigen. Und ihre Idee war, lass uns diese Erzählung frontal nehmen und mit einer Gegenerzählung versuchen, auszuprobieren, ob man diesen Ort nicht völlig anders interpretieren kann. Und diese Gegenerzählung war eine Oper. Also hier sieht man den so ein bisschen, ist ja wirklich ein mieser Ort, mitten in der Autobahn, sehr, sehr losgelöst von den beiden Wohngebieten oben und unten. Und was gelungen ist, ist tatsächlich die Transformation dieses Ortes in eine Oper mit einer eigens für diesen Ort komponierten Oper, die auf Geschichten basiert, die in einem jahrlangen Vorbereitungsprozess in der Nachbarschaft, in dieser sehr heterogenen, sehr migrantischen Nachbarschaft gefunden wurden, die in extrem zeitgenössischer Komposition umgesetzt wurden und an diesen Ort zurückgebracht. Und Sie sehen schon im Vergleich zu diesem Bild hier sind die Zäune und die Gitter oberhalb der Straßenbahn noch hoch. Hier sind die jetzt runtergezogen. Also wir haben genau das Gegenteil gemacht. Weniger Zäune, mehr Präsenz, mehr Vorstellung. Und wir haben dann auch im zweiten Teil, das war uns wichtig, eine Gelegenheit gesucht, mit diesen gefährlichen Jugendlichen, die wir da gefunden haben und die den Ort auch sehr stark als ihren verstanden haben, zu arbeiten und nicht nur den Ort sozusagen ihnen wegzubranden und zu sagen, das ist jetzt Hochkultur, sondern eigentlich die Aussage zu machen, wenn wir Diversität im öffentlichen Raum haben, dann kann das eine passieren, aber das andere muss auch passieren. Und uns ist es gelungen, einen regionalen Boxkampf, nämlich viele von diesen Kids boxen so semi-professionell, an diesen Ort zu organisieren, sodass auch eine ganz andere Praxis von, die normalerweise in städtischen Innenräumen passiert, diesen Ort mal besetzen kann. Genau, hier sieht man das Publikum. Und auf die Frage, was bleibt, dafür hatte ich das ja eigentlich vorbereitet, es bleiben... Also der Ort ist jetzt nicht mehr so gefährlich, es gibt mehr Vertrauen, es gibt eine ganz starke Resonanz dieser Erzählung, er kann das sein, er kann auch was anderes sein. Es gibt ein Stück weit natürlich die Hoffnung, es würde 1:1 so weitergehen, die lässt sich bei dieser Art von Arbeit in der Regel überhaupt nicht einlösen. Das muss man auch, glaube ich, als jemand, der sozusagen im direkten Kontakt mit den Anwohnern arbeitet, immer sehr, sehr klar machen, wo die eigenen Grenzen auch sind. Was es aber auch immer gibt, ist der Mensch, der vom Privaten ins Öffentliche übergeht und dann als Teil von so einem Projekt anfängt, und das ist jetzt eine Zeichnung von einem älteren Herrn, der jetzt hier die Opernbauhütte und dieses Opernsetting in seiner Art gezeichnet hat und ab einem gewissen Punkt immer zu der Opernbauhütte kam und dort vor Ort gezeichnet hat und da war und plötzlich als Mensch eben nicht mehr im Privaten verborgen, sondern im Öffentlichen präsent war. Ja, das vielleicht so als zum Thema öffentlich und wie das besetzt werden kann, beziehungsweise wie man auch vielleicht unterschiedliche Formen von Besetzung schaffen kann. Und vor allem aber, das finde ich immer wichtig, wie man diese Erzählung von Angst und Verteidigung grundsätzlich unterlaufen sollte. Et cet opéra est toujours en place. Und gibt es diese Oper noch? Temporär. Il a duré combien de temps? Und wie lange hat das gedauert? Und ein Sommer des Ereignisses, sozusagen.
Donc c'est au-delà. Also auch so eine Art, ich sage mal über keinen Aktivismus, aber eine Aktivierung des öffentlichen Raums, dass man als Aktivateur da tätig ist, etwas aktivierte. Auch wenn natürlich diese vorübergehende Installation, wie gesagt, zeitlich begrenzt war, was dann sicherlich auch ermöglicht, dass sich das einprägt bei der Aneignung. Und vielleicht auch der Interpretation eben dieses öffentlichen Raums, der etwas anders geworden ist oder zumindest anders wahrgenommen wurde als vorher. Zu dieser Frage des Aktivierens bei Coloco, ja, Sie verfolgen diese Dynamik ja auch. Und wir sehen das, ich weiß nicht mehr, welcher von beiden das jetzt angesprochen hatte, aber wir sehen das auch auf Ihrer Webseite, ja. Da haben wir auch diesen gesamten Prozess des Fabrizierens von Menschen, die Mitarbeitern, die mitarbeiten, die etwas fabrizieren, die die Öffentlichkeit, das Publikum mit einbeziehen und der Aneignung des Raums. Das ist ja nicht etwas, was gang und gäbe ist. Oftmals in der Architektur, da hat man ein Bauwerk entmenschlicht, das kann man auf einem Foto sehen. Bei Ihnen haben wir natürlich auch die unterschiedlichen Nutzer, die entwerfen, die mit einbezogen werden, die mitmachen. Eben die Nutzer, die man natürlich dann auch dahin einlädt. Können Sie da vielleicht ein bisschen mehr was zu sagen, wie es aussieht mit der Beziehung zu den Nutzern, die es eben in den unterschiedlichen Prozessen geben kann? Ja, ich möchte vielleicht nochmal auf diesen Ort zu sprechen kommen, den Markus angesagt hat. Das heißt, dieser schwierige, gefährliche Ort mit der Oper. Und eben diese Oper an diesem gefährlichen Ort, das haben wir ja gesehen. Und ich möchte später auf die Frage zu sprechen kommen, ja, des Zusammentreffens auch. Aber ich denke, was uns auszeichnete, und deshalb hatte ich vorhin auch dieses Bebaute und Unbebaute von diesem Vakuum, von dem Vollen gesprochen. Nämlich gibt es eine sensible Anerkennung der Beziehungen der unterschiedlichen Menschen, der Geopolitik auch, ja, eines Ortes, die dazu führt, dass unsere Projekte auch Aufmerksamkeit bekommen, ja, und interpretiert werden. Markus, du hattest gesagt, dass das ein schwieriger Ort war, der gefährlich war, ja. Das heißt, da haben wir eine Art Rohstoff schon mal für ein Projekt. Während wir haben hier das Projekt Eros und die Art und Weise, wie man einen Raum einnimmt, hat natürlich auch etwas mit der Wahrnehmung zu tun. Und mit dem Blick, den man darauf hat. Und das ist natürlich auch von Bedeutung, eben diese Anerkennung, diese Beobachtung. Und das ist etwas, was auch immer wichtiger wird, weil eben wir ja, ich sage jetzt mal, die Keimlinge eines Projektes haben, ja, aber danach geht es darum, dass man natürlich auch, ich sage jetzt mal, diesen Rohstoff verinnerlichen muss. Und danach ist es natürlich wichtig, dass man eine gute Idee hat. Das ist wichtig sogar. Aber ich glaube, dass das die Art und Weise auszeichnet, wie man die Realität angeht, sie als sehr reich anzusehen, als eine unerschöpfliche Inspirationsquelle und auch davon ausgeht, dass die Keime der Schönheit und ich sag mal der ästhetische Weg, der dahin führt, ja eigentlich schon im öffentlichen Raum da ist, anwesend ist. Vielleicht könntest du einige Bilder zeigen. Du hast ja auch von deiner Oper hier gesprochen. Ja, ich hatte eigentlich gesagt, dass ich das noch ansprechen wollte, aber dann habe ich was anderes, dann habe ich es halt nicht gemacht. Also dann sage ich es jetzt. Nämlich, es ist eine Oper, wo wir in einer wirklichen Oper eigentlich die Oper entfremdet haben. Ja? Nämlich in diesen verlassenen Gebäuden hier zum Beispiel, wo es auch eine mögliche Besetzung gibt,
wo es ein Treffen zwischen den Besetzern gibt. Das ist in Sizilien 2010 in diesem verlassenen Theater. Und das war eigentlich keine Baustelle, ja. Das war so eine Art Alibi, um Geld von der EU zu bekommen. Und bis 2010 die Tatsache, dass eine Baustelle nicht abgeschlossen war, ja, ermöglichte es, dass man weiter Mittel beantragen konnte bei der EU. Und eben die Art und Weise, wie man da im Bauwesen vorgegangen ist und wie die zivile Gesellschaft das mitmacht, hat dazu geführt, dass das Werk, das Bauwerk an sich überhaupt keinen architektonischen Wert mehr hatte, sondern dass es nur ein Gestalt gewesen, um öffentliche Gelder zu bekommen. Und das ist im Übrigen auch in einem Festival mit einbezogen worden und ist angesehen worden als ein wirklicher der wirkliche italienische Architekturstil bezeichnet worden. Und wir sind gebeten worden, in diesem Festival zu sagen, was wir von diesem verlassenen Ort, von diesem Unfertigen halten. Weil es gibt natürlich auch dieses unglaubliche Ready-Make, ja, dieses städtische Skelett mit den unterschiedlichen Bauvorhaben, die es gibt, mit den unterschiedlichen Abbildungen dazu. Und wir haben dann gesagt, ja, wir würden gerne dieses Theater einweihen. Und für die Einweihung des Theaters haben wir dann eine wirkliche Oper in 4 Akten, so wie es sich gehört, aufgeführt. Wir haben da 10 Tage lang vor Ort gearbeitet. Das war eine Kreation mit dem Palais Tocciville und dem Team von Coloco. Und hier haben wir diese Oper geschaffen, die wir den Ursprung der Welt genannt haben. Und das erzählte natürlich den Ursprung der Stadt, diese ganzen komplexen Vorhaben von der Zerstörung, der Wiedergeburt. Also sowas ganz Softes, ja. Und da sind über 200 Leute, die hier eine Petition unterzeichnet haben, um hier zu diesem Ort zu kommen, um auch eigentlich diese Korruption hier anzuprangern. Sie sind gekommen zu dieser Aufführung, da man konnte spüren, dass sie wirklich stolz waren, dass es ihnen trotzdem gelungen hat, gegen das System das Werk so zu nutzen, wofür es gedacht war. Weil ja eigentlich dieser Kulturwert und dieser Kulturzweck, für den es bestimmt war, völlig entfremdet worden und auch enteignet worden ist. Und das war eine Art und Weise, sich diesen Ort einen Abend lang wieder anzueignen in seiner Funktion mit dem Zweck, für den das Gebäude gedacht war. Eben mit dieser Aufführung. Und das war natürlich auch so eine Art Wiedereroberung hier auch durch die Pflanzen. Wir haben da Maschinen genommen, um während der Aufführung riesige Samenkörner auf das Gebäude zu schießen. Ja, und auf der Bühne, der Opernbühne, da gab es so einen kosmischen Kampf. Und wir haben dieses Wiedereroberung eben durch die Vegetation, durch die Pflanzenwelt dadurch dargestellt und haben dann schlussendlich hier eben diesen verlassenen Ort, der dann wieder neu erobert wurde. Das ist noch etwas, was wir dadurch verstärkt haben, mit eben diesem sehr kurzen Moment, ja, damit aber der Zweck in diesem Gebäude wiedergegeben wurde. Ja, das ist interessant. Dieses Theater, diese Aufführung. Wir haben ja vorhin über Persistenz gesprochen bei Raumlabor. Da gibt es Projekte, die oftmals ephemer sind. Da gibt es eine Inszenierung oftmals auch, die eben mit dieser ephemeren Dimension Hand in Hand geht, wie man das auch bei einer Aufführung hat. Ja, und bei Coloco gibt es ebenfalls auch diesen Ausdruck, der aber zeitlich vielleicht anders angeordnet ist. Mit den Pflanzen zum Beispiel, der Bepflanzung, den Gartenarbeiten. Und da haben wir auch so einen anderen zeitlichen Begriff, der damit reinspielt. Und vielleicht könnten Sie so ein bisschen vielleicht auch mal die Einstellung zu Raum und Zeit in Ihren Projekten ansprechen.
Ja, vielleicht mit ein, zwei Projekten, die es den Zuschauern ermöglichen werden, eben hier diesen Begrifflichkeiten Raum und Zeit anzugehen. Also ich finde, also zu Raum und Zeit fällt mir erstmal ein, das Temporäre ist ja gar kein Nachteil. Ne? Das Temporäre haben wir immer als einen Vorteil begriffen, nämlich als die Chance, sozusagen auch im Unfertigen zu arbeiten, vielleicht auch im Halbgedachten und im Machen, also dem Tun selbst und der Interaktion untereinander, dem eigentlich einen größeren Raum zu geben, um rauszufinden, wo man eigentlich drauf rauskommen können wollte. Das ist, glaube ich, im kleinen Maßstab Teil von unseren Projekten. Und hier sind wir jetzt auf unserer Webseite. Wir haben versucht, das für Sie vorzustrukturieren, damit man unsere Arbeit besser verstehen kann, in Departments, die unterschiedliche Themen vielleicht versuchen zu verhandeln. Aber man sieht, auch wir selber sind nicht besonders gut, das auf einen Punkt sozusagen zusammenzufassen. Ich trotzdem hier mal vielleicht am Rande eine kleine Einladung, da ein bisschen rumzustöbern, da kann man sehr viel entdecken. Wir benutzen die Webseite tatsächlich als so eine Art Archiv, also hier kann man zurückgehen, sozusagen bis immer. Aber zurück zu den Departments. Ein zeitliches Projekt ist vielleicht die Frage der Real Utopias. Also sozusagen, wenn das Projekt temporär ist, haben wir oft auch die Vorstellung, es könnte so ein Prototyp sein. Es könnte so ein Fingerzeig sein für, es könnte auch anders sein. Zum Beispiel das Projekt Cantiere Barca. Das wollte ich Ihnen vielleicht im Detail angucken zu dieser Frage Zeit und Raum. Da sind wir eingeladen gewesen in Italien in einem, das ist jetzt schwer über die Webseite zu zeigen, glaube ich, in so einem etwas, sagen wir mal, peripheren Stadtteil, ein Wohngebiet. Im Zentrum dieses Wohngebiets gibt es dieses leerstehende Architektur. Und die Frage an uns war, wie kann aus dieser Architektur eigentlich ein öffentlicher Raum entstehen? Und wir haben festgestellt, dass die dort präsenten Menschen diejenigen sind, die den Kiosk nutzen. Das sind alles sozusagen mittelalte Männer. Frauen und Kinder waren völlig nicht repräsentiert in diesem öffentlichen Raum. Und wir haben vorgeschlagen, drei Workshops zu machen, also auch wieder temporär zu handeln. Und was mich besonders begeistert an dem Projekt, ist eigentlich der Erfolg des ersten Workshops, wo wir nämlich gesagt haben, wir adressieren gar kein Problem, sondern wir verwandeln eigentlich den Ort in eine Baustelle. Das heißt, wir arbeiten eine Woche lang mit allen, die Lust haben mitzumachen, daran überhaupt loszulegen und überhaupt eigentlich vielleicht mal die Frage kennenzulernen, worum es denn gehen könnte. Was natürlich damit zu tun hat, dass man, wenn man gemeinsam was tut, man automatisch immer irgendetwas herstellt. Es gibt immer eine Art von sozialer Produktion auch. Und das sind natürlich Produktionen, die eigentlich, also fand ich mit dieser Baustellenmetapher ganz hervorragend geeignet waren, um nicht sofort wieder in der Diskussion gefangen zu sein, ist es dein Ziel oder dein Ziel oder dein Ziel oder dein Ziel, und wir kämpfen darum, wessen Ziele jetzt eigentlich wichtiger sind, sondern dass man erstmal überhaupt sowas wie eine Gemeinschaft spürbar und herstellbar macht, um auf der Basis dann eine Diskussion zu führen. Das war sozusagen ein kurz- bis mittelfristiges Projekt. Also es gab eine Serie von drei Workshops. Da gab es dann auch programmatische Entscheidungen. Und es gab auch Akteure aus dieser Nachbarschaft, die sich dann entschieden haben, in eine bestimmte Rolle zu schlüpfen. Also beispielsweise Frauen, die einen Café aufgemacht haben, die einen Raum zum Nähen aufgemacht haben, die also eine Praxis, die sonst im privaten Raum stattfindet und vereinzelt, in eine Art von gemeinschaftlichem Raum mit einer Präsenz gebracht haben. Und für Kinder, as simple as it is, war dieses Bauen dieses nach genauen Wettkampfmaßen hergestellten Tors extrem wichtig, weil sie damit, also mit diesem super simplen Vehikel, den Raum, der da zur Verfügung steht, nämlich diese Straße, umnutzen können in ein Fußballfeld.
Was dabei auch wichtig ist, ist, glaube ich, vorhin hatten wir noch den Aspekt des Nutzers, also eigentlich die Rolle, was ist unsere Rolle und was ist deren Rolle? Wir haben von Anfang an klar gesagt, wir können auf die Distanz nach Italien nur Initiatoren sein. Also wir können eigentlich nur die sein, die mit einer Energie, mit einem bestimmten Skill vielleicht kommen. Aber wir brauchen Partner und wir brauchen eigentlich eine ganz schlaue sozusagen Multiplikationsidee, damit nicht, wenn wir abreisen, alles wieder zusammenklappt. Das haben Atitolo, ein Kuratorenkollektiv dort teilweise geleistet. Teilweise waren es Studierende, die von der Designschule dazu kamen, die da mitgearbeitet haben. So dass es so verschiedene Kontinuitäten gab von Präsenz am Ort und man nicht nur jetzt den Anwohnern sagt, ihr werdet jetzt eine Woche lang unter Hochdruck animiert und dann müsst ihr alles gleich ganz alleine können. Also diese Dynamiken zu gestalten, da habe ich immer sehr großen Respekt davor. Aber das überhaupt als eine Gestaltungsaufgabe zu verstehen, finde ich total wichtig. Also das auch, wir haben das in Athen kennengelernt, da gibt es einen besetzten Park, also ein ehemaliger Parkplatz, der jetzt Park ist und wo die Anwohner einfach irgendwann mal sich zusammengefunden haben und gesagt haben, so, wir brechen jetzt da den Asphalt auf und machen da jetzt einen Park hin. Und das Entscheidende, finde ich, ist, was wir dort kennengelernt haben, ist die Aussage, es geht nicht darum, wie dieser Park aussieht, sondern es geht darum, wie die Dynamik an dem Ort gepflegt wird. Also wie das die Menschen sich drum kümmern, gemeinsam, jeder für sich alleine, ohne klare Verabredung von Aufgaben, dass das als Dynamik am Leben erhalten wird, weil nur so eigentlich so ein öffentlicher Ort in der gemeinsamen sozusagen Psyche auch eine Rolle spielt. Das vielleicht zu dem einen Zeitbegriff. Was ich aber total toll finde an unserer Arbeit, ich hatte ja vorhin schon das Grenzüberschreitende oder das Autodidaktische angesprochen, ist, dass wir auch im stadtplanerischen Maßstab gearbeitet haben. Hier unter der Rubrik Tempelhof sieht man alle möglichen Arbeiten, die wir am ehemaligen Flughafen Tempelhof in Berlin gemacht haben. Wir wurden Ende 2006 mit diesem Ort konfrontiert, sage ich mal. Damals war es noch Flughafen und sind eigentlich mit so einer Vorstellung gekommen. Die Frage an uns war, damals war der Immobilienmarkt in Berlin sogenannt entspannt. Also es gab keinen Druck. Trotzdem gibt's große städtische Prozesse, die laufen und die natürlich immer wieder in so Vermittlungsfallen tappen. Also wenn man irgendwann in den 90er Jahren hat man beschlossen, dieser Flughafen wird geschlossen, irgendwann in den 2000, dann wird er wirklich geschlossen und alle fragen sich, warum eigentlich? Also weil die Personen, die diese Entscheidung damals getroffen haben, auch publik gemacht haben, spielen schon gar keine Rolle mehr. Und das finde ich total spannend an Stadt, dass Stadt so ein langwelliger Prozess ist, wo die Akteure oder die Menschen in ihrer Lebenswirklichkeit wo es, glaube ich, total schwierig ist, da eine direkte Verbindung zu haben, weil in einer Zeit von 5 Jahren in meinem Leben ganz viel passieren kann, aber in dem Leben von der Stadt sich verhältnismäßig wenig verändert. Ja, aber nochmal das Beispiel hier konkreter. Unsere Aufgabe war tatsächlich hier zu gucken, wie können wir eigentlich in dieser ökonomischen Stillstandssituation diesen Ort mit der Öffentlichkeit verbinden und zu einem städtischen Ort machen oder sagen wir mal einen Prozess erfinden, wie diese Transformation passieren kann. Wir haben dann verschiedene Werkzeuge erfunden. Hier sieht man den dynamischen Masterplan und haben aber vor allem dass hier für die prozessuale Stadtentwicklung gekämpft. Also wir sind jetzt wieder in Berlin, der Masterpläne, alles sozusagen, die Verwaltung ist trainiert, schwarz-weiß zu sehen. Wir sind da immer gekommen und haben so Prozesspläne gezeigt und wurden irgendwie herzlich missverstanden. Also es gab da auch tatsächlich Szenen von Aggression, wo wir gemerkt haben, es gibt gar keine gemeinsame Sprache. Ne? Also wenn wir über Öffentlichkeit als etwas Wachsendes reden, was man pflegen muss und wo man sich um die Dynamik dieser Öffentlichkeit kümmern muss als Raumexperte, blankes Unverständnis. Also in dieser Grafik sieht man unten deshalb die Zeile, wie Öffentlichkeit entsteht. Das ist so da, wo diese Leute rumstehen. In der Mitte sieht man die Zeile Aktivierung durch Nutzung.
Das war sozusagen der Kern unserer Strategie, nicht einfach nur einen Park zu machen, wo ich morgens reingehe und abends wieder raus, sondern andere zeitliche Rahmensetzungen ermöglichen. Wir haben das urbane Pioniere genannt, Pionierfelder. Und ich glaube, das kommt hier unten noch. Ist jetzt hier nicht so besonders super toll dargestellt. Pionierfelder ist was ganz Einfaches. Das ist, die Stadt gibt ein Stück Land an eine Nutzergruppe mit einem speziellen Interesse unter der Bedingung, dass es allgemein zugänglich und sozusagen ein gewisses Gemeinwohlinteresse hat. Das heißt, ich habe plötzlich in sowas, was ein Park ist, Nutzungen, die die öffentliche Hand überhaupt nicht selbst realisieren kann, sondern die nur aus der Zivilgesellschaft kommen können. Und ich habe eine Sichtbarkeit, sagen wir mal, für unterschiedliche Interessen. Also während der eine eher künstlerisch agiert, ist der andere eher sozial interessiert. Es gibt den größten Community Garden Berlins dort auf dem Feld, obwohl da für das Anpflanzen von Pflanzen extrem schwierige Bedingungen herrschen. Und die Idee dahinter war, dass durch diese Heterogenität der Praxis eigentlich so eine Art Erfindungslabor erzeugt wird, wo die neue Stadt erfunden wird. Wir haben deshalb auch immer von Zeiträumen von 5 bis 10 Jahren gesprochen, also propagiert, dass man 5 Jahre eigentlich nur ausprobiert, um dann diese Lerneffekte, das durch dieses Tun, das Scheitern, die Erfolge und vor allem aber auch die Akteure, die da gleichzeitig damit erkennbar werden, die auftreten, die ein Gesicht bekommen, die anfangen zu sprechen, die irgendwie lernen, wie man Politik macht, die lernen, wie man Raum macht, diese ganze Dynamik zu nutzen für die Gestaltung der Stadt an dieser Stelle, anstatt sie sozusagen im professionellen Zirkel einfach nur zu planen. Das Interessante finde ich, dass man hier eine Verbindung ziehen kann zwischen kurzfristigen Interventionen und eben diesen langfristigen Prozessen. Deshalb, wenn Sie hier runterscrollen, gibt es hier auch noch verschiedene andere Projekte, die wir in Verbindung damit gesehen haben. Also auch jetzt Raumlabor, die sozusagen wieder in ganz verschiedenen Disziplinen antreten. Das hier ist ein Projekt, was wir dann konkret vor Ort realisiert haben und was, wozu ich jetzt mal nichts sage. Braucht man für das Argument nicht, ne? Aber worum es uns da geht, ist, dass sozusagen das Langfristige, dass die Idee, die Erzeugung von Vorstellungen zu verknüpfen mit oder aber auch mit der Rahmensetzung für, es können auch eure Vorstellungen sein, es müssen nicht nur unsere sein, trotzdem aber so engagiert zu bleiben, zu sagen, ja, wir haben auch eine Vorstellung und die geben wir auch mal mit rein, als jetzt im Beispiel von der Weltausstellung einfach eine total fantastische Erzählung, was wäre, wenn hier eine große Weltausstellung wäre. Merci. Justement, ce... Ja, vielen Dank. Aber auch die Beziehung zu diesen längeren Zeiträumen, ja, das ist etwas, was Coloco natürlich auch macht mit der Landschaftsgestaltung. Da wäre es vielleicht auch interessant zu sehen oder uns einige Projekte anzuschauen, einmal in Bezug auf die Zeit auch, aber auf den Raum selbst. Ja, in der Debatte mit Markus ist ja auch etwas Grundlegendes hervorkommen. Da geht es ja auch ein bisschen um das Engagement, ja, sich einbringen. Das ist etwas, ja, eine Einstellung, die wir vertreten, die wir angenommen haben. Und wir haben wirklich diesen Bedarf, das Bedürfnis, die Natur als etwas anzusehen, zu dem wir gehören. Insbesondere in den Städten, in die man uns ruft. Ja, und das ist vielleicht auch eine der Gemeinsamkeiten zwischen Raumlabor und Coloco. Nämlich, dass wir Installationen haben, Überlegungen, die großflächig sind. Für ein Kollektiv ist das ja nicht unbedingt etwas, was gang und gäbe ist, ja, sondern dass wir hier tatsächlich alles teleskopieren und umsetzen auf die Skala eines Baums. Ja. Also wir haben hier unterschiedliche Entwicklungen bis hin zum Jahr 2100. Das erscheint uns jetzt weit entfernt, ja, aber gleichzeitig, wenn man einen Baum pflanzt, ja, dann ist das Ziel. Sehen wir uns den Park in Versailles an, da sind die Bäume in der 5. Generation seit Ludwig dem 14. da. Und das ermöglicht es natürlich, auch hier an diesen langen Zeiträumen zu arbeiten und damit heute anzufangen. Dafür haben wir auch diese doppelte Vision eigentlich. Wie können wir diese Orte aktivieren, kurzfristig
manchmal durch Events einfach, die aber dann gleichzeitig den Ehrgeiz verfolgen, auch auf eine bescheidene Art und Weise den Horizont bis zum Jahr 2100 zu verändern. Und da kann es unterschiedliche Aktionen geben mit dieser Perspektive, während umgekehrt das auch, und das zeichnet ja auch so ein bisschen unsere Epoche überhaupt aus, nämlich diese langfristige Zukunft und dieser Zwang, sofortig zu handeln, ja? In dieser ökologischen Krise, die wir eigentlich kennen, seit wir als Kollektiv entstanden sind, diese Notwendigkeit, diese Dringlichkeit, diese Verantwortung, die wir als Professionelle tragen, und da stoßen wir dann eben auf die Schwierigkeiten der Zeit, vielleicht dieser, vielleicht auch etwas unnützen Zeit, wie das zum Beispiel bei Wahlkampagnen ist, bei Wahlen. 5-6 Jahre, das ist nie lang genug, das ist eine Temporalität, die schwierig für uns ist, das ist zu lang, um bestimmte Dinge zu machen, langfristig zu machen. Und da muss man diese beiden Zeitskalen miteinander in Verbindung bringen. Wir haben zum Beispiel Saint-Étienne, das ist auch eine Stadt, ich sag mal, die sich in einer Krisensituation befindet und deren ruhmreiche Zeit sicherlich vorbei ist. Das ist eine der Städte in Europa, mit, bei der es die größte Stadtflucht gibt. Und das ist auch wieder dieser Begriff der langen Zeit. Das gehört auch mit zur Natur der Stadt selbst. Aber auch hier muss man vielleicht auch eine andere Einstellung haben und sehen, wie die Stadt in der Nähe zur Natur einen Ausweg finden kann, etwas, was zu Begeisterung führt, etwas, was zu einem neuen Blick auf die Sache selbst führt, wo die unterschiedlichen natürlichen Eigenschaften hervorgehoben werden. Und das eben zum Beispiel mit der Arbeit, die wir dort 2 Jahre lang gemacht haben. Gestern hat uns mal die Frage gestellt, da ging es um Planung, um Strategien bis hin zum Jahr 2001, Neubepflanzung, 18 Milliarden neue Bäume in den Städten. Und gleichzeitig fragen wir uns, wie können wir jetzt heute hier was machen mit den 15 Projekten, da wir, wo wir Sachen auf so einer kleinen Machbarkeitsskala gesehen haben, ja? Entweder ging es da um Planung oder wir haben da Vorschriften umgesetzt, Empfehlungen. Und es ist interessant zu sehen, wie der Blick der gewählten Vertreter auch sich ändert, ja? Im Hinblick auf diesen Diskurs eben. Und wo man auf einmal plötzlich in eine Zeit hineingebracht wird, die über ihr Wahlmandat hinausgehen und wo sie sich für etwas engagieren oder sich für etwas engagieren möchten. Also das ist bislang noch nicht geschehen, außer in der Stadt Courbevoie. Da ist uns dieser entfernte Horizont bereits schon, da haben wir uns diesen entfernten Horizont schon zu eigen gemacht. Aber die Technik oder die Strategie bei den unterschiedlichen Festivitäten, den Events, die Idee, dass wir über einen sehr langen Zeitraum hinaus auch Dinge ändern kann, bedeutet ja nicht, dass das einfach nur so ein Knaller ist, der einmal losgeht, ja? Und damit möchte ich jetzt abschließen hier, nämlich, ich denke mal, die Komposition dieser beiden Zeitbegriffe, das ist etwas Wichtiges. Ja, und das zeichnet vielleicht auch die Tatsache aus, dass es für sehr einfache und sehr ehrgeizige Ziele auch einen guten Ausgang geben kann. Ich möchte noch etwas zur Zeit hinzufügen, weil ich meine, das ist grundlegend. Nämlich über unsere Disziplin hinauszugehen, in Raum und Zeit zu gehen. Das ist vielleicht der schlimmste Fehler, den wir seit 1905 gemacht haben, seit der Relativitätstheorie mit Einstein. Raum, Zeit, ja, das ist eine einzige Kontinuität. Das ist nicht voneinander zu lösen. Jetzt bei dem parallelen Universum, ja, der Theorie, wo wir Raum und Zeit haben, da haben wir die Weltlinie, die lebende Welt, die man nicht angehen kann, ohne das
einen ganzheitlichen Ansatz der vier Dimensionen gleichzeitig zu haben. Ja? Und ich glaube, dass das völlig schizophren ist. Ja? Und diese Schizophrenie hat uns dazu geführt, dass es hier wirklich auch, dass ich sage, zwar Übergriffe gegeben hat mit dieser Trennung. Die Zeit ist nicht etwas, was sich nicht verändert. Die Gesellschaft verändert sich natürlich. Das Gebaute selbst bleibt. Über einen bestimmten Zeitraum. Alles ist ephemer, auch die beständigsten Bronzegebilde. Ja? Und wie können wir diese Zeit angehen? Wie sieht es aus mit dem Begriff Tempo? Tempo aus der Musikwissenschaft. Ja? Die Zeit kann sehr rhythmisch auch sein, rhythmisch gestaltet werden. Das kann so ein tropisches Cha-Cha-Cha sein. Oder, und da wissen Sie natürlich, dass Sie sich auf uns verlassen können, um diesen Rhythmus zu verfolgen. Ja, aber ich meine ganz einfach, dass das wichtig ist. Es ist dringend, dass diese Dimensionen wieder integriert werden in das Verständnis der unterschiedlichen Projekte. Weil sonst haben wir die Wahrnehmung auch eines Sich-Lösens von diesen Dimensionen. Da versuchen wir, Dinge festzuhalten, und diese festgehaltenen, erstarrten Dinge, so wie Immobilien einmal gesehen wurden, ja, das ist wie zu so einer Art Delirium geworden inzwischen. Ja. Wir versuchen hier, dieses Erstarrte, diesen Anschein des Erstarrtens beizubehalten. Das ist eine kolossale Arbeit, also eine und dieses Erstarrte, das Erstarrte, das ist nicht etwas, was einer Realität entspricht, was auch nicht einer Stadt entspricht. Das ist auch was völlig Neues in der Geschichte. Ja? Die Dinge waren immer schon so, und das ist nicht richtig. Das stimmt nicht. Die Stadt war immer gebunden an Zeit und Raum. Wir haben einerseits Versailles, ja, das ist eins. Dann haben wir an der Nation einen Riesenplatz. Da hat es Riesenstädte-Events gegeben, die aber jetzt aus der Geschichte verschwunden sind inzwischen. Wir haben das Gefühl, dass diese Gesellschaft die Gesellschaft des Ewigen war. Das war aber nur ein ganz kleiner Teil der Geschichte von damals. Und wir denken, dass das Wichtige ist, an dem wir festhalten wollen, und nicht das Lebendige und auch die Tradition. Und das konditioniert natürlich auch die Art und Weise, wie wir die Stadt angehen, wie wir die Gesellschaft sich entwickeln sehen. Es ist wichtig, diese Kontinuität eben mit einzubeziehen. Ja, hier höre ich so ein bisschen natürlich auch die Dimension von Georges Perec heraus, ja. Nämlich das Zwischenspiel zwischen dem Ständigen und dem Nichtständigen und der Art und Weise, wie man sich fokussiert auf das Ständige, während man gleichzeitig immer sehr aufmerksam ist bei dem Unbeständigen. Markus, du hattest, glaube ich, Lust, was zu sagen zu dem, was Pablo gesagt hat. Ja, ich hätte, also genau, eigentlich nur ein kurzes Statement. Also ich glaube, dass zum Thema Zeit erleben wir das in unserer Praxis, dass das, was ich gerade über Tempelhof erzählt habe, eigentlich ein Maßstab ist, der sehr, sehr schwer zugänglich ist. Also es wird vielleicht, gibt es immer mehr Raum für das konkrete Handeln im Öffentlichen. Vielleicht gibt es dafür auch mittlerweile bessere Strukturen oder bessere oder aufmerksamere städtische Institutionen, die in Paris scheint es ja jetzt der Fall zu sein, ihr macht was an Place Nation, dass jetzt plötzlich eigentlich von sozusagen einem klassischen Top-Down-Auftraggeber diese informellen Praxen eingeladen werden, Stadträume zu bearbeiten. Was ich mich aber immer wieder frage dabei, ist die Frage, wie weit ist man dann, wird man dann aber auch limitiert? Weil ich das schon erlebe, dass der Zugang zu längerfristigen Diskursen und längerfristigen auch politischen Räumen, den muss man sich immer kontinuierlich eigentlich erkämpfen. Also zu dem werden wir nicht eingeladen. Und das muss man sich eigentlich immer wieder klar machen in der Praxis, dass man natürlich mit dieser Form von Tun
im öffentlichen Raum. Also wir nennen das deshalb auch gerne Prototyp. Ja, wenn es ein Prototyp für was sein soll, dass man damit natürlich auch ein Stück weit die Aufgabe hat, daran zu arbeiten zumindest oder das einzufordern, dass ein erfolgreicher Prototyp auch mal umgesetzt wird und dass nicht nach dem erfolgreichen Prototyp der nächste erfolgreiche Prototyp für irgendwas anderes generiert wird und man letzten Endes in eine Art von Stadtkreislauf kommt, die so eine Art permanentes Delirium des der Prototypisierung erzeugt. Und eigentlich wo dann das, was man ausprobiert für eine bessere Stadt, letzten Endes zu so einer Form von Unterhaltung wird. Also diese Gefahr, oder ich sehe das so ein bisschen als so einen spannenden Grat, an dem man jetzt von unserer Seite auch immer wieder arbeiten muss, zu sagen, okay, das ist wichtig, dass wir diesen Handlungsort vor Ort haben, dass wir auch diesen Moment haben. Aber wir müssen auch gleichzeitig einfordern und daran arbeiten, dass es eine längerfristige Perspektive gibt. Also in unseren Projekten, ich zeige da jetzt nichts, aber in unseren Projekten ist es tatsächlich eine offene Frage, wie Raumlabor die nächsten 10 Jahre eigentlich weiterarbeitet. Ja, da möchte ich vielleicht noch mal zu einem Punkt was sagen. Und ich glaube, das schließt auch so ein bisschen an Coloco an. Ja, das geht um die künstlerische Dimension. Nämlich Raumlabor, sagtest du, manchmal, wenn ihr Projekte angeht, dann kündigt ihr das auch als ein künstlerisches Projekt an. Während Coloco auch zwar diese Dimension mich einbezieht, das gleichzeitig so ein wenig als einen Hebel sieht, um vielleicht mehr Freiheit in Anspruch nehmen zu können. Und wie sieht es bei Ihnen aus mit dieser künstlerischen Freiheit? Ja, ich wollte noch was sagen zu dem, was Markus gesagt hat. Oder vor allem wollte ich anschließen an diesen Aspekt des Künstlerischen. Ja? Diese Energie des öffentlichen Raums, die Kultur der Vielfalt, sei es menschlich oder sei es die Integration von Menschen in ein Kollektiv oder sei es zu natürlichen Fragen. Das geht ja schnell in Richtung auch des Unfertigen und des Anpassens der Projekte. Manchmal, gut, ja, bei einigen Projekten, die haben auch eine künstlerische Dimension. Manchmal wissen wir nicht, wie schlussgültig die Form überhaupt aussehen wird oder welche Form das Ganze annehmen wird. Das ist aber kein Problem. Es gibt unterschiedliche Akteure. Das können die Bewohner sein, das können Eigentümer sein, das können Bauherren sein. Und der Weg, der dahin führt, ist das, was wir garantieren als Professionelle, ja, ohne genau zu wissen, was wir mit dem Kollektiv machen werden, mit den unterschiedlichen Teilnehmern machen werden, Beteiligten machen werden, die wir noch nicht einmal kennen und dass wir nicht wissen, was aus dieser Katalyse hervorgehen wird. Aber wichtig ist natürlich zu verstehen, wie das zu einem Zukunftsprojekt werden kann, zu dem die unterschiedlichen aufeinanderfolgenden Realitäten sich hinzufügen. Wir sagen selten Prototyp oder dass wir einen Versuch machen und dann stellen wir fest, dass das funktioniert und dann machen wir es in echt. Ja? Das ist eigentlich, also was wir machen, ist eigentlich so ein bisschen kontinuierlicher. Das heißt nämlich Irrtum und Erfolg, das sind die Dinge, auf die wir uns aufbauen. Das ist ja auch so eine zeitliche Abfolge. Und dann vielleicht auch die vegetale Materie. Das hat natürlich auch etwas vielleicht damit zu tun, dass wir auch dieses Vorübergehende haben mit diesen Pflanzungen, das vielleicht etwas bescheidener vorgehen, auch mit dem Abschluss eines Projektes, und das schließt an das, was du gesagt hast, als zur Rolle des Aktivatoren, ja, dass wir etwas, ich sag's mal, anstoßen, was möglich werden kann, aber irgendwann sind wir dann nicht mehr dafür verantwortlich, wenn das Ganze abdriftet oder auch nicht über die schlussendliche Form. Wenn es einen glücklichen Ausgang hatte
Was wir natürlich immer hoffen. Dann haben wir, und wenn wir die Bedingungen haben für ein erfolgreiches Projekt, auch wenn wir diesen Erfolg vielleicht letzten Endes nie sehen werden, weil wir vorher ausgestiegen sind bereits aus diesem Projekt. Also formal ausgestiegen sind, ja, auch wenn wir natürlich eine affektive Beziehung dazu weiterhin haben. Ja, da gibt es Freundschaften, die geknüpft werden. Und das ist ein wichtiger Teil, eben auch diese künstlerische Dimension, die Kreation, die etwas Ständiges ist. Und es ist auch wichtig, das hier zu sagen. Und es ist, wir sind hier eingeladen worden, um solche Dinge ja auch zu sagen, um über derartige Prozesse zu sprechen. Und es geht nicht mehr darum, jetzt hier ein Projekt zu haben, wunderbare Projekte, bei denen sich alle einig sind, von denen man genau wie sie aussehen. Nein, es gibt eine andere Vorgehensweise. Bauwerke, Bauherren, so wie wir das gesehen haben in der Vergangenheit auch. Da haben wir einmal einerseits den Bauherren, wie gesagt, der die Rolle spielt, dass er die anderen etwas ausführen lässt, ja, und dann sagt, das und das geht so nicht. Und das finde ich, das ist auch etwas, wo wir nicht mit glücklich geworden sind, ja, und wo wir uns auch nicht wiederfinden, dran wiederfinden. Nämlich, dass wir uns für das Lob, was wir gemacht haben, kollektiv gemacht haben. Das ist etwas anderes und das ist auch einer der Gründe, warum wir hier auch diesen Bauherren widerstehen und warum wir eben auch diese Einladung, diese Variante des Bauens selbst anbieten mit einer Performance, mit einer künstlerischen Dimension, ohne dass wir selber sagen, dass wir Künstler sind. Ja, aber wie gesagt, diese Einladung, von der Sie gesprochen haben, was verstehen Sie? Diese Einladung hin zu einem Werk, einem Projekt. Ja, also die künstlerische Dimension, ja. Bedeutet natürlich auch, dass man sich erst einmal definieren muss, was Kunst ist. Ja, und das ist ja keine einfache Frage. Gilles Deleuze hat uns da ja sehr unterstützt. Was wichtig ist in der Kunst, ist nicht das, was die Kunst ist, sondern was sie macht. Und hier haben wir die Dimension des Machens. Und bei diesem Machen haben wir natürlich auch diesen internen Antrieb. Das heißt, das Imaginäre, die Poesie, das, was mit der Seele spricht, über die Worte hinaus, über die Sensibilitäten hinaus. Und das ist auch etwas Schwieriges. Das ist schwierig, das in Worte zu kleiden, schwierig, das weiterzugeben. Mit Fotos von Aktionen, mit lebenden Menschen, die Dinge machen, lebendige Menschenwesen, die an lebendigen Werken mitwirken. Was wichtig ist, bei dieser Einladung für ein Werk, dass zu einem gegebenen Zeitpunkt erklärt wird, was unsere Arbeit ist. Und wir erklären, dass wir ein kollektives Werk machen werden. Weil wenn man erklärt, dass etwas ein Werk ist, ja, dann stellt das damit 30.000 Jahre Kunstgeschichte in Frage. Stil, Ästhetik, auch wenn natürlich die Frage des Stils grundlegend ist. Aber es ist wichtig zu sagen, dass man ein Werk macht. Ein Werk hat einen Beginn, hat einen Ende, hat einen Spannungsbogen, hat eine Form, hat eine Sprache, einen Stil. Und das ist wichtig. Weil ab dem Zeitpunkt, wo wir dieses gemeinsame Werk mit anderen teilen, sobald es eine Durchflechtung dieses Stils auch gibt, den wir annehmen, diese Einstellung, die wir annehmen, da wird es wichtig. Ja? Und das ist schwierig, das so zu erzählen.
Und wenn diese kollektiven Werke dann bestehen, dann passiert etwas ganz Besonderes. Ja, dann entsteht eine Begeisterung im Team, die ansteckend ist. Und das bezieht die Leute mit ein. Das ist nicht einfach, Leute mit einzubeziehen. Aber wenn wir was auslösen, dann haben wir auf einmal 300 Leute, die da im Boden rumhacken. Ja? Und das ist schon auch so eine gewisse Anstrengung. Und diese Erklärung, etwas ist ein Werk, es gibt einen Anfang, ein Ende, eine Teilnahme. Das muss koordiniert werden, die unterschiedlichen Akteure, die Bewegungen, die Sequenzen. Da bekommt das Ganze Sinn, auch wenn dieser Sinn sehr offen ist und sich weiterentwickeln kann. Und da wird natürlich auch improvisiert, natürlich. Aber darin steckt auch die Idee, dass es eine Transmission gibt, eine Weitergabe, einen Anfang, ein Ende, womit das Ganze dann abgeschlossen ist, die Sequenz abgeschlossen ist. Das ist auch wichtig. Es ist wichtig, Grenzen in der Zeit zu setzen. Wenn man zum Beispiel sagt, ein Garten, der geht bis hierhin, ja, oder das Theater, ja, das, oder dieses Theaterstück, das wird so und so inszeniert. Das ist auch ein Werk. All das ist ein Werk, um das vielleicht noch zu ergänzen. Diese Frage der Einladung für ein Werk ist natürlich auch, was da wichtig ist, ist, dass wir nicht alle Dinge wirklich kontrollieren kann, in der Hand hat. Und etwas zu einem Werk zu erklären, ist gleichzeitig auch eine Einladung. Das bedeutet nicht, dass man dadurch die Verantwortung für das Werk entfremdet. Aber das ist ja etwas, was noch im Werden ist. Und das ist das Wichtige. Ja, ein Werk auszuführen, das, oder auszuführen, umzusetzen, ist ja letzten Endes das Schlimmste, was man machen kann. Ja? Ja, natürlich. Diese Debatte könnten wir noch lange weiterführen, endlos weiterführen. Und da möchte ich jetzt vielleicht die Teilnehmer bitten, sich direkt mit einzubringen, wenn sie etwas sagen wollen. Ja, ich war bei dem Beginn des Projektes an der Place de la Nation vorbei, das war genial. Ja? Der Beginn, als wir plötzlich sahen, wie diese Betonblöcke sich stapelten auf dem Platz, das war unglaublich. Dann die Steine, die rausgerissen wurden, die Bepflanzung und so weiter. Dann frage ich mich, was wird das nächste Werk sein? Ja, da kann ich was zu sagen. Das ist eine Frage, die man uns oft stellt. Die Frage der Kontinuität, was wird geschehen? Wie können Sie garantieren, dass? Wir garantieren überhaupt nichts. Ja? Eine Stadt kann nicht garantiert werden. Da gibt es keine Garantie für. Es können Bemühungen unternommen werden. Es kann Strategien geben. Man kann eine gewisse Begeisterung pflegen. Aber die Stadt an sich, die Werke an sich, das ist etwas Kollektives in der Stadt. Und das bedeutet auch, dass man akzeptiert, dass man in einem Zeitraum tätig ist. Und diese Dimension der Zeit ist nicht etwas, was wir kontrollieren können. Und den Werdegang einer Sache können wir nicht bestimmen. Die Menschen können die Meinung ändern. Sie können sich für eine andere Sache engagieren. Sie können sich überhaupt nicht engagieren. Oder sie können plötzlich zu einem Projekt hinzukommen und sich dafür engagieren. Wir müssen akzeptieren, dass die Dimension des Lebendigen, der Demokratie, der Funktionsweisen einer Gesellschaft und der Sinn einer Sache nicht garantiert werden können. Das kann niemand, das muss man akzeptieren. Ja? Und man muss das dann zu einem Arbeitsplatz machen, zu einem Ort der Aufmerksamkeit. Da müssen Finanzmittel reinfließen, menschliche Mittel. Da muss es Ausschreibungen geben. Da muss man Projekte verteidigen, da muss man die Dinge neu machen und wieder neu machen. Man muss sie tragen. Und das, denke ich, war vielleicht so ein typischer Gedanke eines Gärtners. Nichts ist nie zu Ende. Die Arbeit ist nie zu Ende. Wir sind im Leben. Und die Dinge gehen in der Zeit weiter. Das hervorzuheben
und zu sagen, dass es eine zusätzliche Dimension bei der Arbeit ist und dass es keine einfache Garantie geben kann, dass die Dinge weitergehen, insbesondere wenn man von menschlicher Dynamik spricht, das ist natürlich eine große Frage. Ja, aber die Herausforderung hier am Place de la Nation ist es ja auch, dass wir eben diese Einladung für dieses Werk haben, mit Einbeziehung der unterschiedlichen Akteure, damit diese Intensität bestehen kann, dass dieser Raum lebt, dass er seine Geschichte schreiben kann. Das ist doch die Besetzung eben, ja, die unumkehrbar ist. Und da gibt das, das muss man aufnehmen, das muss man begleiten, das muss man hervorheben. Eben, hier das. Wir sagen nie, dass es einen Punkt gibt, wo es keine Rückkehr gibt. Ja? Man kann nie ganz zurückgehen. Man bekommt immer ein bisschen mehr. Und wenn man ständig wieder neu zu einem Werk einlädt, dann kann man was erreichen. Ich glaube, man muss wissen, worüber man überhaupt hier spricht. Ja? Du bist Architekt, ja? Und du sprichst von dem, was die Dinge werden. Du sagst, dass sie sich verändern, dass sie nicht erstarren. Aber die Arbeit eines Architekten, da gibt es ja mehrere Arten von Arbeit. Du kannst einen Raum schaffen, der ein offener Raum sein kann, für die Öffentlichkeit zugänglich zum Beispiel. Und dann gibt es ein erstarrtes Werk. Und die Menschen kommen und nutzen diesen erstarrten Raum. Aber wenn du einen Raum schaffen willst, der sich weiterentwickelt, dann ist das natürlich auch eine Möglichkeit. Aber ein Werk eines Architekten ist nicht etwas, was einfach so erstarrt. Das Werk ist vielleicht, ich sage jetzt mal nicht erstarrt, aber unbeweglich, aber danach kommen die Menschen dahin und bringen es zum Leben. Wie ein Museum, ich habe den Namen nicht verstanden, in New York. Das ist ein wunderschönes Werk des Architekten, aber wir müssen das respektieren. Ja? Da kann man nicht einfach irgendwas mitmachen. Das gilt doch auch. Ich darf was von Botta erzählen. Da machen die Menschen, was sie wollen. Und das gibt aber auch wieder einen anderen Sinn. Und ein Werk in der Zeit kann sich nicht ständig weiterentwickeln. Sonst brauchst du einen flexiblen Raum. Ich glaube nicht, dass wir unsere Arbeit oder unsere, die Position, die wir vertreten, als etwas verstehen sollte, was gegen die Architektur geht. Nein, ich meine, dass es eine zusätzliche Dimension ist. Eine Arbeit, die aber bei der Nutzung, bei der Zukunft des Raums zum Tragen kommt. Und ich glaube auch, es hatte eine gewisse Zeit lang die Faszinierung eines Monuments gegeben. Ja, und das ist ein bisschen das, was Sie ansprechen. Der hat leider kein Mikrofon. Und verstehen kann ich ihn auch nicht besonders gut. Ja, das ist kein Monument, das ist nichts Erstarrtes, ja? Also wie gesagt, ich habe nicht gehört, was er gesagt hat, aber ich denke, eine der raren, seltenen Grenzen, die es gibt zwischen Landschaft und Architektur, ich glaube es nicht, dass es einen Garten gibt, der sich nicht verändern kann, der sich nicht weiterentwickeln kann. Das ist etwas, was es nicht gibt. Ja, du kannst aber nicht einfach irgendwas machen, du kannst nicht. Ja, aber die Dinge verändern sich weiter, auch ohne uns. Ja, ich habe eine Frage.
Eine praktische Frage: Als Sie vor 20 Jahren angefangen haben, haben Sie gesagt, was Sie interessierte, doch war eigentlich, dass Sie nicht so in Schubfächer reingeschoben werden wollen, sondern transversale Dinge machen wollen. Und dass das das Interessante ist. Und heute habe ich das Gefühl, Sie sagen, dass die Ausschreibungen sich geändert haben, dass es für derartige Projekte, ephemere Projekte auch Ausschreibungen gibt. Und da stelle ich mir die Frage, ob das nicht auch gleichzeitig für Sie bedeutet, dass Sie trotzdem wieder jetzt in ein neues, anderes Schubfach geschoben werden. Dass es ephemere Räume gibt, was natürlich auch die Politiker unterstützen teilweise. Antworten. Viel Spaß beim Aufsetzen der Kopfhörer. ja, ich glaube, beides ist richtig. Also ich denke, die Transversalität der Praxis in der Qualität kann man ja erhalten und trotzdem sich darüber freuen, dass das, was wir vor 20 Jahren noch nicht als ein Arbeitsfeld in der Gesellschaft gesehen haben, gemeinsam, also sozusagen im Rahmen von so einem Publikum oder im Rahmen von der ganzen Stadt oder von, dass das heute existiert. Also ich sehe das schon auch als einen Erfolg dieser Form von Arbeit und als eigentlich auch eine Anerkenntnis dessen, dass es Sinn macht, so zu arbeiten. Also wir benutzen gerne das Wort urbane Praxis, um irgendwo dazwischen zu landen und die Transversalität nicht aufzugeben, sondern eigentlich damit wie so eine Krake zu platzieren, die sich zu Kunst, Theater, Stadtplanung und Architektur eben ihre Verbindungen aufbaut. Ich fand es sehr schön, was ihr vorhin gesagt habt über die Kunst. Ich finde, was halt auch sehr wichtig ist dabei und was es nach wie vor auch unterscheidet von Architektur im klassischen Sinn, der Bauherr wurde ja schon mal angesprochen, ist einfach auch die Frage der Beauftragung. Ne? Also viele unserer Arbeiten passieren auf Einladung oder in einem Kontext, wo es durchaus auch ein Gespräch gibt mit jemand, wohin sich das entwickelt, also ähnlich vielleicht einer Bauherrensituation. Es gibt aber auch die Arbeiten, die selbst initiiert sind, die wo die Idee einfach aus dem Kontext entsteht, aus dem Gespräch, aus einer urbanen Situation. Und ich glaube, dass es diese Form von Praxis gibt, finde ich natürlich jetzt kein Verlust und habe auch überhaupt kein Schmerzempfinden im Sinne von einer Schublade oder einer Kategorie. Ich würde aber trotzdem darauf hinweisen, dass das rein, also sozusagen eben die Frage, was ich vorhin schon gesagt hatte, wenn wir jetzt alle urbane Praxis machen, dann müssen wir auch den Anspruch aufrechterhalten, dass wir damit Stadt verändern. Bonjour et merci pour votre. Vielen Dank. Ich habe eine etwas pragmatischere Frage, nämlich wie Sie sich finanzieren. Insbesondere wenn Sie anfangen, ja, wenn es keine Ausschreibung gibt. Und wie haben Sie das in der Vergangenheit gemacht, als Sie angefangen haben? Jetzt scheinen Sie ja zu sagen, dass es Orte gibt, für die Sie empfänglich waren, wo es Aktivitäten gegangen sind. Wer finanziert und wie werden diese Aktivitäten dann finanziert? Und hat sich das geändert, seit Sie angefangen haben? Ich kann es für Raumlabor sagen, es ist 99% öffentliches Geld, wovon wir leben. Und davon ist, glaube ich, ein Großteil, kommt aus dem Kultursektor. Es gibt keine architektonischen Experimentalbudgets bei uns, weder in Deutschland noch kenne ich sie. Das heißt, wir sind eigentlich abhängig davon, sozusagen im Kunstkontext Finanzierungen zu suchen für viele unserer Projekte. Oder es ist Planungsgeld, also es sind sozusagen strategische Gelder für städtische Strategien. Das ist unsere Finanzierung. Der Anfang ist aber immer schwierig. Also ich glaube, egal, ob man jetzt ein Architekturbüro aufmacht oder ob man so anfängt zu arbeiten wie wir. Wir haben uns am Anfang gesagt, wir haben keine Lust, für die Schublade oder die Mülltonne zu arbeiten und erstmal 10 Jahre Wettbewerbe zu zeichnen, die nur für den einen Fall, dass man mal einen Wettbewerb gewinnt, tatsächlich irgendeine Form von Relevanz haben. Sondern wir wollen unser Ausprobieren, unser Denken im Öffentlichen tun und haben damit erstmal mit, also selbstfinanziert oder No-Budget-Projekten auch angefangen.
Je pense qu'on... Ouais, ça fait drôle. Je pense qu'en fait... Ich glaube, für Coloco ist die Antwort ein wenig anders geartet. Die Entwicklung der Strukturen in Frankreich haben dazu geführt, dass wir uns finanzieren können, weil die unterschiedlichen Ebenen auch miteinander zusammenspielen. Aber im Vorfeld von strategischen Projekten, da werden wir unterstützt, zum Beispiel von Landschaftsarchitekten, Büros. Aber das ist natürlich nur ein Teil des Projektes, ja? Und wir sind Experten, wir erklären, wie wir vorgehen werden. Und bei all diesen Prozessen haben wir auch eine klassische Aufgabe im Bereich der Städteplanung. Selbst wenn wir eigene Werke haben, Architektprojekte haben, dann machen wir das zum Beispiel zusammen mit der École de Bois de Nantes. Das heißt, das wird dann eigentlich wieder so ein alternatives Projekt, wobei das vorher eigentlich ein öffentliches Auftragswesen war, wo wir den Zuschlag dann bekommen haben. Also unsere Lösung und unsere Antwort ist es, dass wir nicht nur in einem Sektor tätig sind, sondern wirklich dann hier auch diese Transversalität auf allen Ebenen angehen. Ja, und das muss natürlich auch sehr nüchtern angegangen werden, weil unsere, sag jetzt mal, zeitgenössischen Kollegen oder Kollegen von der Uni, die haben einen anderen Weg genommen. Und bei denen hat es lange gedauert, bis sie finanziell unabhängig waren oder bis sie Ressourcen gefunden haben, um das machen zu können, was eigentlich ja ihrem Ehrgeiz entspricht, nämlich das zu machen, was man mag. Da muss man, glaube ich, eine Entscheidung treffen, bewusst eine Entscheidung treffen. Und dazu, glaube ich, können wir etwas sagen, weil finanziell gesehen ist das ein schwieriger Weg. Ja, ja, und wir sind ja hier auch in Bereichen tätig, die es vorher nicht gab. Und dann gibt es natürlich auch die Finanzierung dazu nicht. Das ist vielleicht noch die andere künstlerische Dimension unserer Arbeit. Die Kunstproduktion bedeutet ja auch, dass man nicht unbedingt weiß, was das Endergebnis ist, bevor man den Weg des Entwurfs oder der Planung beschreitet. Und wir hatten am Anfang einige künstlerische Aufträge, weil das waren die einzigen hier, die das Risiko eingegangen sind, auch etwas anderes zu machen und die dann auch die Finanzkapazitäten hatten, die Projekte leiten konnten. Und 20 Jahre später, der Kunde für die Place de la Nation, ja, das ist das Straßenbauamt in Paris, ja. Und das ist für uns so eine große Eroberung. Und wir hoffen, dass wir das weiterführen können, dass wir die Grenzen weiter verschieben können. Und die Krise stützt uns sicherlich auch. Governance. Die jungen Generationen von Landschaftsarchitekten, Architekten, Städteplanern, Künstlern, die unterstützen uns auch. Auch die verschieben ihre Grenzen. Und es geht natürlich auch darum, Risiken einzugehen. Sei das jetzt in künstlerischer, ästhetischer Hinsicht oder in finanzieller Hinsicht, das ist nie bequem. Und eine finanzielle Unbequemlichkeit kann auch wieder zu einer Bequemlichkeit werden. Da kann man Sachen, neue Sachen vorschlagen. Anwälten, Stadträten, das ist aber nichts Bequemes, ja? Wenn Sie das Bequeme suchen, dann machen Sie bitte was anderes, ja? Manchmal schläft man nachts nicht. Manchmal steht man wirklich unter Spannung, es gibt Konflikte, es gibt Druck und ich glaube, dass es nie hier eine bequeme Kondition für so etwas geben würde. Und da müssen wir natürlich auch so ein bisschen die Unbequemlichkeitszonen suchen. Aber das hat natürlich auch was damit zu tun, ob man das selber aushalten kann, welchen Ehrgeiz man hat, ob man
Bequemlichkeit sucht oder nicht, ob man bereit ist, was zu riskieren. Derartige Überlegungen. Aber das muss jeder für sich selber wissen. Wenn wir gemeinsam etwas machen, dann gibt es eine gemeinsame Energie, eine kollektive Energie, dann gibt es eine Solidarität bei dieser Energie. Und das ist wichtig. Ein Kollektiv ist eine Form der wirtschaftlichen Solidarität. Bevor ich zur nächsten Frage komme, möchtest du noch was sagen? Anknüpfend an die Idee der Kollektivität. Ich glaube, was sich wirklich geändert hat im Vergleich zu vielleicht vor 20 Jahren, ist die Art, nicht nur die Art der Arbeit im Kollektiv als abgeschlossene Einheit, sondern auch überhaupt die urbane Praxis als eine vernetzte Form der Arbeit zu verstehen. Deshalb habe ich dieses Bild. Das Bild ist eine Forschungsreise nach Athen. Also man sieht hier eine Gruppe von Reisenden aus dem Ruhrgebiet, eine Gegend, die sich von einer Industrieregion in eine potenziell kulturelle Region gerade am Transformieren ist, wo eigentlich der Gegenstand der Arbeit hier das Herstellen und Pflegen von Netzwerken ist. Das heißt, wir reisen zusammen nach Athen, lernen Leute kennen, die auch in diesem Bereich der urbanen Transformation tätig sind und hatten hier noch das besondere Glück, dass wir DPR Publishers aus Barcelona getroffen haben, die gerade das Buch von Aristide Antonas über Protokolle dabei hatten als ganz neue Publikation, und wir haben mit denen zusammen gemeinsam spontan ein Picknick auf den Stufen unterhalb der Akropolis gemacht und dort ist so ein Buchlaunch durchgeführt. Was eine extreme Chance ist, finde ich, für heute, die Arbeit heute im Vergleich zu, als ich Architektur gelernt habe, da hatten wir noch Reisschienen und Faxgeräte und jedes Projekt hatte solche Gewichte von Aktenordnern im Schrank. Es war eine extrem lokalisierte Form von Praxis und einfach Planungsarbeit hatte was mit Gewicht zu tun. Heute sind wir dieses ganze Gewicht los. Alles passt in so eine kleine, mehr oder weniger metallische Maschine. Und wir sind, glaube ich, immer noch nicht an dem Punkt angekommen, wo wir die Potenziale dieser Form von Befreiung auch für unsere Arbeit an der Stadt richtig nutzen. Bonjour. Ich wollte noch mal was zu der Frage des Herrn von vorhin sagen. Der sagte, dass man sich nicht alles erlauben kann mit einem architektonischen Werk. Und ich hätte gerne gewusst, was Sie dazu sagen, weil ein klassischer Bauherr zum Beispiel kann doch eigentlich das machen, was Sie beschreiben, nämlich sich inspirieren an den Energien eines Ortes. Und das ist doch das, was Sie machen, wenn Sie an Orte gehen, da beobachten Sie, da antworten Sie dann danach mit einer Idee. Und wir haben ja den Place de la Nation gesehen, die Videos. In Paris zum Beispiel, Place de la Nation, da kommen die Leute, sie gehen, da gibt es jetzt keine Nutzer, die den Platz ständig nutzen, ja. Wie machen Sie, wie gehen Sie um mit dem Wunsch von diesen Nutzern, die eigentlich Passanten sind, die flüchtig einen Ort besuchen, so. Also wie gehen Sie damit um zwischen der Lust der Nutzer und Ihrer Idee? Dass wir hier, den Asphalt aufreißen, damit da die Blumen wachsen können. Ja? Wobei ich es auch nützlich finde, einen Bürgersteig zu haben, weil es sich da besser drauf läuft. Also ich hätte gerne gewusst, wie Sie den Wunsch aller erfüllen wollen. Die Mechanik hier, die wir verfolgen und die wir auch in einem Schema formalisieren, ich kann das jetzt leider hier nicht zeigen, ist folgende. In dieser Dynamik bei unserer gemeinsamen Handschrift den Wunsch aller erfüllen zu wollen, aller Nutzer, auf die Wünsche aller Nutzer eingehen zu wollen, dadurch entsteht auch unendlich viele Möglichkeiten. Das heißt, alles wird möglich. Da kann man Post-its hinkleben, wir wollen eine große Straße auf der Place de la Nation, wir wollen eine Seilbahn direkt ins Stadtzentrum, ja, da können wir Möhren pflanzen. Also da gibt es unendliche Möglichkeiten,
die wir hier ansprechen könnten. Aber das müssen wir natürlich dann auch durchsieben, ja? Bei den Beziehungen, die Art und Weise, wie die einen oder anderen sich einbringen, diejenigen, die wirklich davon überzeugt sind, die bereit sind, sich da einzubringen, Energie da reinzustecken. Und diese Unendlichkeit der Möglichkeiten, die wird dann langsam kleiner. Und dann muss man zur Aktion schreien und da spielen wir die wichtige Rolle. Daher schreiten wir zur Tat. Und diese Shakespeare-Dramaturgie, ja, da müssen wir wissen, da geht es nicht darum zu wissen, wer macht den ersten Schritt, was geschieht jetzt, ja. Nein, das ist eine kollektive Vorgehensweise, das ist nichts Definitives, was wir hier machen, zumindest nicht zu Beginn. Aber dieser Moment der Angst, ja, da müssen wir entscheiden, ob ja oder nein, wir das jetzt machen können, weil sonst es keine Aktionen geben kann. Und dann wird man verrückt, wenn man nicht entscheiden kann. Und nicht entscheiden zu können, das bedeutet, dass man verrückt geworden ist. Ja? Und in einem Kollektiv muss man zur Tat schreiten, irgendwann die Dinge in die Hand nehmen, da muss es Aktionen geben. Das ist eine Vorgehensweise für uns, für die wir uns entschieden haben. Und das funktioniert auch sehr gut für uns. Und dadurch gibt es auch wieder immer mehr Möglichkeiten. Wir laden die Leute auch ein, teilzunehmen. Aber ich glaube mal, bei der Absprache, bei dem sich einigen werden, da gibt es Konflikte, nehmen wir Szenario A oder P. Ja, also ich fasse das jetzt mal zusammen, manchmal gibt es auch nur 3 oder 4. Aber da müssen die Leute entscheiden, das ist wie bei einer Wahl, ja, da muss man entscheiden zwischen Kandidat A und B, da muss man sich entscheiden, da muss man sein Schicksal einem gewählten Vertreter in die Hand legen und das ist die demokratische Dramaturgie. Wie kann es hier eine Partizipation geben? Und da gibt es auch keine theoretische klare Antwort drauf, das ist das Leben. Das ist wie Beziehungen, Liebesbeziehungen. Wie läuft das? Das ist auch komplex, kompliziert, reichhaltig, super. Das muss man machen im Leben. Das tut weh. Das tut sogar öfter weh. Nicht immer, sagt jemand. Ja, vielleicht abschließend. Eine Dimension mit den beiden Installationen von Raumlabor und Coloco, die Halfpipes. Pablo, du hast es gesagt. Diese gemeinsame Freude an der Aktion und die Art und Weise, wie man sich etwas aneignet, das haben wir bei Raumlabor, das haben wir bei Coloco, das haben wir mit den unterschiedlichen Beispielen, den Abbildungen gesehen und hier darf ich Sie dann einladen, um diese Debatte noch weiterzuführen, hier zusammen mit uns was zu trinken und mit den Teilnehmern, den Rednern zu sprechen. Ich möchte mich bei den Rednern ganz herzlich bedanken dafür, dass Sie gekommen sind aus Berlin.